Wieder die Kamera am Versagen. Gut, äh, wäre ja auch der erste Stream, bei dem alles wie geplant klappt. Soweit wird es noch kommen, dass mal alles nach, nach Planung funktioniert. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge sprechen wir über die Entwicklungen an der Front. Wenn sich auch wenn sich nicht viel bewegt, tut sich doch einiges. Darüber hinaus sprechen wir über atomare Drohungen. Wir sprechen über die Mobilmachung, über die Truppengenerierung seitens der Russen. Und wir sprechen über politische, über die politischen Machtkämpfe innerhalb Russlands, die mit diesem Krieg natürlich verbunden sind, etc. Wir sprechen über vieles weiteres, auch über die Unterstützung international und so weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an. Doch bevor wir komplett noch anfangen, noch der Hinweis, ich werde auch nach diesem Stream wieder auf, live auf Twitch streamen. Wir werden mit äh, Victoria 3 schauen, dass die deutsche Einigung diesmal jetzt klappt, denn Elsaß-Lothringen ist bereits im preußischen Besitz. Ähm, nicht ganz. Nicht ganz so seriös wie dieser Kanal. Da wird nämlich einfach nur ein Videospiel gespielt. Wenn Sie Lust haben und Zeit haben, schauen Sie doch anschließend noch vorbei. Dann ganz in entspannter Runde, halb ernst, nicht wirklich ernst, ähm, geht es dort dann weiter. Gut, fangen wir an mit dem Lagebericht. Russland hat mit einer verbalen Deeskalation begonnen, was die Kernwaffen angeht. Das Außenministerium hat ein Statement veröffentlicht, das darauf einging, dass. Um es mal kurz zu, um es mal zu umschreiben, dass Atomkrieg praktisch nicht zu gewinnen sei. Es sei außerdem, sagt das, das Außenministerium, es stehe weiterhin für eine Verringerung und Beschränkung von Atomwaffen. Putin hatte schon am 27. Oktober gesagt, dass Russland keinen Bedarf am Einsatz von Kernwaffen gegen die Ukraine habe. Und Dmitri Medvedev, der ja sich als großer Scharfmacher geriert hat, der ist der Chef des russischen Sicherheitsrates, der spricht ebenfalls inzwischen weniger von Kernwaffen denkbar ist dass die drohungen von kernwaffen dass die drohungen mit kernwaffen äh, gedacht waren um die ukraine zu verhandlungen zu drängen nach den annexionen das ist allerdings zum jetzigen zeitpunkt natürlich nur reine spekulation allerdings ist wichtig dass es meldungen gab dass äh, xi jinping der Diktator Chinas und sein Außenminister in den letzten Wochen darüber gesprochen haben, wie inakzeptabel atomare Drohnen seien und dass ein Einsatz von Kernwaffen absolut undenkbar sei. Und hier sehen wir wieder, wie China auf die Russen einwirkt. Das Ganze überholt jetzt etwas, das schon vor einer Woche abgedrehte Video äh, zu Kernwaffen, was morgen veröffentlicht wird. Es geht da ein bisschen schon, äh, schon ein bisschen weiter, aber auch in diesem Video sind noch neue Informationen, die ich hier jetzt nicht vorwegnehme. Also ich hoffe, das ist dennoch noch interessant für Sie und Sie sollten sich auf jeden Fall natürlich dennoch anschauen. Darüber hinaus haben wir noch die Nachrichten. Es gab ja eine Diskussion, ich glaube, es CNN hat die gemeldet, wo darüber diskutiert wurde, über die Bedingungen eines Einsatzes in den eines Einsatzes von Kernwaffen in der Ukraine. Und das wurde groß gro herumgetragen. Es scheint jedoch zu sein, dass das so mehr Verwaltungstechnik war technisch war. denn A war Putin bei dieser Diskussion nicht anwesend Und B ist es so, dass Russland hier tatsächlich vor einer neuen Situation steht. Russland kämpft aktuell aus russischer Sicht auf eigenem Territorium und seine Truppen unterliegen. Für den Moment zumindest. Das heißt, Daten mal darüber zu sprechen, wie sind eigentlich die Bedingungen, wie wir nach unserer Militärdoktrin jetzt, wo es hart auf hart kommt, Kernwaffen einsetzen, bedeutet noch nicht automatisch, dass man kurz vor einem Einsatz steht. Im Ganzen ist jedoch zusammenzufassend sagen, Russland deeskaliert gerade ein, ähm, die neuen Drohungen. Es gibt nicht besonders viele neue Drohungen und im Gegenteil von denjenigen, die, wo vorher, vorher Drohungen kamen, ist inzwischen weniger und weniger zu hören, dass ein Einsatz erfolgen sollte. Der ukrainische Oberkommandierende Valery Salushny hat gesagt, die Ukrainer hätten inzwischen 278 Flugzeuge abgeschossen. Er hat das verglichen mit 119 Flugzeugen während zehn Jahren Afghanistan-Krieg. Der einzige Haken daran ist, es sind nicht mal im Ansatz 278 Flugzeuge als abgeschossen bestätigt, sondern wir arbeiten hier mit den ukrainischen Zahlen, die sie nennen. Bestätigt per Bildbeleg sind bislang 63 Kampfflugzeuge, 57 Hubschrauber und 141 Drohnen. Und selbst wenn man großzügig die Drohnen als Flugzeuge mitrechnet, kommen wir immer noch nicht auf 278. Und wir müssen es so sehen: unter den Drohnen hier, da sind auch. Kleine Aufklärungsdrohnen für wenige 10.000 Dollar. Und die wir, die würden wir dann zusammenschmeißen in eine Kategorie mit irgendeiner Sukhoi 35, die keine Ahnung, was die gerade kostet. 50, 60 Millionen US-Dollar. Also hier ist es so, dass wieder mal, das wird auch jetzt gerade in den Medien herumgeleitet, hier, das sind die, die ukrainischen Zahlen. Die sind weit von dem entfernt, was tatsächlich bildlich bestätigt ist. Und realistischerweise sind sie auch erheblich von den wirklichen Verlusten entfernt. Ich bin in der Vergangenheit darauf eingegangen, dass es einerseits. Äh, Nebel des Krieges, man weiß es nicht genau. Man sieht irgendeinen Brenn, ein Flugzeug brennend wegfliegen, vielleicht, und denkt, ja, das stürzt schon ab. Aber tatsächlich war, ging das Feuer aus und das Flugzeug konnte gerettet werden und kann sogar repariert werden. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass mehrere Einheiten auf ein Flugzeug schießen, das wird abgeschossen und daraufhin melden alle es als abgeschossen und daraufhin etc. pp. So kommen verschiedene Punkte hinzu. Es muss nicht per se Propaganda sein. Wieso Falschmeldungen entstehen, aber Propaganda ist natürlich immer auch eine Option. Wir haben das von der russischen Seite natürlich ganz genauso eher noch mehr. Ich glaube, die Russen sollten inzwischen das Mehrfache der Heimars zerstört haben, als die Ukraine überhaupt je besessen hat, laut eigenen Angaben. Also auch hier ist, ist, da geben sich beide Seiten nur graduell viel. Der GUR, der ukrainische Militärgeheimdienst, sagt nun, 80 Prozent der russischen Präzisionswaffen seien jetzt verkauft verbraucht und es seien nur noch 120 Iskander übrig. Iskander ist diese taktische, diese ballistische Rakete. Ich glaube, die russische Version müsste eine Reichweite von 500 Kilometer haben, wenn mich nicht alles täuscht, die haben Exportvarianten mit anderen Fertigkeiten. Wichtig hierbei ist, die sagen, 120 sind noch übrig. Wie viele davon überhaupt noch eingesetzt werden können, ist eine große Frage, denn Iskander lassen sich mit äh, Nuklearwaffen bestücken und sind daher essentiell für die russische Doktrin der Abschreckung, weil natürlich beispielsweise von Kaliningrad aus müsste sogar Berlin in Reichweite sein. Und dementsprechend gibt man, setzt man die nicht mit konventionellen Sprengstoffen, verbraucht man nicht die letzten, sondern da muss definitiv ein signifikanten, spürbarer äh, Bestand in Lager bleiben für den Einsatz mit Kernwaffen. Die können also gar nicht verschossen werden. Der frühere Sicherheitsminister der sogenannten Volksrepublik Donetsk und der ist jetzt als Frontoffizier unterwegs, Alexander Khodorkovsky, der hat gesagt, 60 Prozent der Verluste von der russischen Seite seit Mariupol seien durch Friendly Fire erzeugt worden, also durch Beschuss eigener Truppen. 60 Prozent. Die Zahl ist absurd hoch. Die ist eindeutig zu hoch. Das kann nicht stimmen. Selbst wenn wir aber nur die Hälfte annehmen, würde das bedeuten, dass es substanzielle Probleme, dass es gewaltige Probleme auf der russischen Seite gibt, was Command and Control angeht. Also eine, die, den eigenen Truppen mitzuteilen, wo die, eigenen, die anderen Truppen eigentlich sind. Denn Friendly Fire. Geschieht zu einem wesentlichen Anteil deshalb, weil die Artillerie nicht weiß, wo die eigenen Truppen sind oder weil man glaubt, die Leute, die vor einem plötzlich auftauchen, seien der Feind, während es Kameraden seien. Und das ist eben durch Command and Control wird dieses verhindert. Und hier muss es erhebliche Probleme der Russen geben, wieso er 60% sagt, und das muss zu hoch sein, das kann nicht stimmen. Das ist wieder mal ein Rätsel. Vielleicht haben wir hier wieder diesen Sonderfall der Russen, die aus irgendeinem mir völlig unerfindlichen Grund zu glauben scheinen, dass es schlauer ist, eigene Inkompetenz vorzuschieben als russische Kompetenz, als ukrainische Kompetenz. Wir haben das gehabt bei dem Angriff auf die Luftwaffenbasis auf der Krim, wo ich glaube, dort hieß es, jemand hätte geraucht wo sie lieber gesagt haben, wir waren so blöd und haben eigene Flugzeuge gesprengt und ein eigenes Munitionslager, weil einer geraucht hat. Wir hatten es mit der Moskwa, wo es irgendwie einen Fehler gab und dann ist es beim, im Sturm gesunken, statt zu sagen, die Ukrainer haben es uns versenkt. Wir haben es mit der anfänglich hatten wir die ersten Meldungen, waren von der Krimbrücke ähnlich. Auch hier jetzt wieder möglicherweise etwas, dass man vielleicht tatsächlich zu glauben scheint, es sei schlauer zu sagen, wir töten unsere eigenen Soldaten, die Ukrainer machen das nicht. Wie gesagt, für mich erschließt sich das nicht ganz, das kommt aber zumindest von dort, aber selbst wenn wir die Hälfte der von ihm genannten Zahlen nennen, ist es immer noch viel zu hoch, denn Friendly Fire kommt immer vor, das ist nahezu unvermeidbar auf einem gewissen Niveau und das ist eben der Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob, ob wir von 1 bis 3 Prozent reden oder eben von 30 oder 60 wie in diesem Fall. Wie dem auch sei, kommen wir zur Entwicklung an der Front. Wir haben eine Nachricht aus der Oblast Charkiw und zwar gab es einen Angriff auf Sybüne hier. Hier haben die Russen mal wieder angegriffen in die Richtung Sybüne. Ich weiß nicht genau, wie weit sie gekommen sind. Entscheidend hier, sie haben die Grenze überquert und die Ukraine angegriffen an dieser Stelle, wieder eine Besonderheit dieses Krieges, dass nur eine Seite die Grenze der, die internationale Grenze überquert. Zumindest in nennenswerter Größenordnung. Dieser Angriff ist natürlich klar wieder zu sehen, wie die vergangenen Angriffe in Ternova, von denen ich gesprochen habe. Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, diese Angriffe dienen ausschließlich dem Binden ukrainischer Truppen entlang der internationalen Grenze, damit diese Truppen eben nicht an der Front eingesetzt werden können, hier um beispielsweise die Russen weiter zurückzuwerfen, sondern sie wollen auf diese Art und Weise, wie sie es übrigens erfolgreich schaffen, Tausende, eher Zehntausende russisch-ukrainische Truppen an der ukrainisch-russischen Grenze und der ukrainisch-weißrussischen äh, Grenze binden. Durch solche Angriffe zeigen sie also, da hat sich nichts geändert, die Truppen müssen weiter vor Ort bleiben, dass es hier ein ernsthafter Versuch war, diese Ortschaft einzunehmen, damit darf nicht gerechnet werden. An der Frontentwicklung hier haben wir russische Meldungen, die Ukrainer greifen weiter, mehr oder weniger zwischen Svatov und Krimina an. Es wird auch ein Angriff in Richtung Nychnia Nüch nee, äh, Duvanka. Wird ebenfalls gesprochen. Das wurde genannt. Ich gehe mal davon aus, dass gemeint eben als Angriff in diese Richtung, nicht etwa schon auf diese Ortschaft. Also dass das hier plötzlich schon alles in ukrainischer Hand sei, damit ist nicht zu rechnen. Denn tatsächlich haben wir an diesem Teil der Front keinerlei bestätigte Veränderungen in der Frontlinie. Keinerlei. Ich habe keine einzige Meldung bekommen. Die Russen sagen also, die Ukrainer greifen weiter an. Die Ukrainer sagen, es gab russische Angriffe aus Richtung Krimina, so in etwa auf dieser Linie in Richtung Westen. Auch hier soll es zu nichts gekommen sein und hier haben wir nun eine Nachricht. Den Link finden Sie auf der Webseite mgeschichte.com. Wenn Sie es selbst nachlesen wollen, das ist hier mit Computer übersetzt und zwar wird hier davon gesprochen, dass in Maklivka, heißt es glaube ich, Makivka. Dort seien 500 Mobilisierte in nur 24 Stunden getötet worden durch die ukrainische Artillerie. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann wollten die sich eingraben und wurden mit Artilleriefeuer bedeckt. Und wann immer sie aus der Deckung herauskamen, wurden sie von Drohnen der Ukrainer neu entdeckt und sofort wieder beschossen. Und da soll, sollen hunderte russische frisch Mobilisierte gefallen sein. Und das gibt nun natürlich ähm, erhebliche Missstimmung. Seitens der in der russischen Informationswelt, wenn so etwas herumgetragen wird. Kommen wir weiter südlich. Da sagen die Russen, sie sind inzwischen in Belohorivka eingedrungen. Die Ukrainer bestätigen nur russische Angriffe auf Belohorivka. Es ist möglich, dass sie drin sind. Ich sehe es noch nicht bestätigt, aber wie gesagt, das ist durchaus im Rahmen des Möglichen, dass hier ein Angriff, ein Vorstoß in diese Richtung erfolgreich war. Weiter südlich haben wir die üblichen Angriffe. Allerdings hat sich auch hier wieder ein paar Sachen geändert. Und zwar haben wir nun eine Meldung dass vom, vom ehemaligen, nee, vom Innenminister der sogenannten Luhanske Volksrepublik, der sagt, die Wagner-Truppen hätten die erste Verteidigungslinie durchbrochen bei Bachmut. Wenn ich das richtig verstehe, muss es die im Osten sein. Also er würde, dann würden, würden sie also wohl in der Stadt sein. Wenn ich das richtig verstehe, aber auch das wurde nicht zum ersten Mal behauptet, das ist also nicht bestätigt. Wir haben die Meldung, die Russen behaupten, sie haben Ivangrad unter ihrer Kontrolle, wir haben Bildbelege, dass sie in Ivangrad sind aber nicht, dass sie es vollständig kontrollieren. Also das ist noch unklar. Sie haben ja vorher schon mal behauptet, sie hätten es komplett unter Kontrolle. Damals war es Prigoschin. Dann gab es allerdings Berichte, dass es einen ukrainischen Gegenangriff gab. Der hatte sie möglicherweise wieder rausgeworfen. Jetzt sind sie auf jeden Fall wieder drin belegt und sie behaupten, sie kontrollieren es. Und in Optüne, ob, ob ich weiß nicht, ich habe in der Vergangenheit immer Optüne gesagt und daher steckt es bei mir so im Kopf. In Opytnye haben wir die Meldung, dass es weiter umkämpft ist. Das ist, also das bestätigen auch die Russen. Also hier rücken sie möglicherweise etwas vor. In die, die sogenannte, bei Adivka haben wir natürlich wieder die üblichen Angriffe und hier sagt die sogenannte Volksrepublik Donetsk, sagt sie habe die ukrainischen Stellungen am Flughafen Donetsk erobert. Der ist hier gut sichtbar und da haben wir Bilder, die das tatsächlichen Video, das das tatsächlich impliziert. Dieses Video kann ich Ihnen natürlich nicht zeigen, aber wir sehen, in, wenn Sie nur kurz danach suchen, auch auf Twitter oder Ähnliches, finden Sie das relativ problemlos. Das ist von den russischen Seiten verbreitet worden und das sieht in der Tat so aus, als ob sie die Stellung erobert haben. Also hier können wir davon ausgehen, dass die Russen bei beim Flughafen vorgerückt sind, aber auch hier haben sie schon mehrfach gemeldet, dass sie diese Stellung erobert hätten, ohne dass sie es tatsächlich hatten. Gleichzeitig sagen sie, sie haben bei diesem Opytne Geländegewinne erzielt und in Richtung Vodiane. Hier sehe ich eigentlich keine Belege. Und wir haben berichtet, dass sie in Richtung Novo Michalipka, südlich von Marinka vor, angegriffen haben, in diese Richtung hier. Hier scheinen die Angriffe ebenfalls erfolglos gewesen sein. Darüber hinaus wieder Angriffe in Richtung Pavlivka und etwas westlich in Richtung Prechystivka. Bei Pavlivka ist wohl einiges passiert. Und zwar sagen russische Quellen, es läuft schlecht, sehr schlecht, die Truppen seien erschöpft, müssten rotiert werden, aber es sei nichts zum Rotieren da. Und jetzt wird es wirklich Interessante: in prorussischen Kreisen, also wir reden hier vom prorussischen Telegram, dort kursiert ein Brief, wonach die russischen Streitkräfte, die der 155. Marineinfanteriebrigade auf Pavlivka de facto verheizt wurden. Anders kann man es nicht sagen. Die Brigade habe in vier Tagen 300 Mann verloren, also verloren hier im Sinne vom englischen Casualty, wo, äh, ein, ein, wo nicht jeder Verlust ein Gefallener ist, sondern 300 Mann seien gefallen, vermisst und verwundet sowie die hälfte des russischen materials also die hälfte des materials der 155 marineinfanteriebrigade und wenn sie sich daran erinnern in der vergangenheit haben wir öfter darüber gesprochen die marineinfanterie gilt an sich als eine der eliteeinheiten als eine der stärkeren russischen einheiten die es eben hier gibt. Die, äh, der brief richtet sich dabei an den gouverneur von primorski krai. Und fordert ihn auf, doch bitte eine unabhängige Untersuchung zu starten, damit die Umstände erklärt werden. Unter welchen Umständen es denn solche Verluste gegeben haben könnte. Darüber hinaus wird der Kommandeur des östlichen Militärdistrikts, Generalleutnant Rustam Muradov und der Kommandeur des 155, der 155. Marineinfanteriebrigade, Oberst Surab Ahmedov, die werden angegriffen persönlich in diesem Brief, sowie allerdings auch der Chef des Generalstabs Valery Gerasimov. Alle werden sie beschuldigt, in diesem Brief eben damit Verantwortung dafür zu haben, dass hier diese gesamte Brigade eigentlich verheizt wurde, und zwar in kürzester Zeit. Und das russische Verteidigungsministerium ist auf diesen Brief eingegangen. Das ist eine Besonderheit. Normalerweise tun die das nicht. Sie sind darauf eingegangen und die Antwort war interessant. Wir haben seit mindestens einer Woche, ja, zwei Wochen, Berichte über die Gefechte in Pavlivka und wir wissen, dass die 155. Infanteriebrigade, Marineinfanteriebrigade dort ist. Das russische Verteidigungsministerium hat nun erklärt, in den letzten zehn Tagen sei weniger als ein Prozent der Brigade gefallen und weniger als sieben Prozent seien verwundet worden. Wie weit dies der Wahrheit entspricht oder nicht, nun... Welcher Seite Sie mehr glauben, überlasse ich Ihnen, dass ich es für äußerst unglaubwürdig halte, denke ich mal, sollte klar geworden sein. Wenn das russische Verteidigungsministerium hier bei einer weiteren Lüge ertappt wird und dieses Mal auf eine Kritik auch aus den explizit eingegangen, in, bei einer Lüge erwischt wird, die es geäußert hat in Antwort auf die Militärblogger, dann wird es definitiv einen weiteren Schaden am Verteidigungsministerium anrichten, denn... Sie hätten die Antwort vermeiden können, stattdessen haben sie dort eben die Verluste klein geredet. 1% und 7% Verluste ist nicht schön, aber ist nichts Dramatisches in einem intensiven Krieg. Das ist jetzt nicht überragend, auch, äh, überraschend, an einem, gerade wenn, wenn die Seite, die diese Verluste erleidet, angreift. Aber natürlich haben die Ukrainer schwerste Verluste gleichzeitig äh, erlitten und die Ukrainer hätten diesen Brief lanciert. Das sagt das russische Verteidigungsministerium. Wie gesagt, hier sollte es herauskommen sollten die militärblogger interessiert an der wahrheit sein und sollten sie sich herausfinden dann könnte das sehr unangenehm für das russische verteidigungsministerium sein denn wenn die militärblogger nun direkt angelogen wurden also nicht nur im rahmen einer propaganda seitens der pressemitteilung sondern in antwort an die militärblogger dann wird es die beziehung zwischen beiden noch weiter zerstören und schwächen. Von der Südfront haben wir tatsächlich mal einen russischen Angriff und zwar gemeldet in Richtung Scherbaki. Der sei von den Ukrainern zurückgeworfen worden, die Ukrainer hätten ihn abgewehrt. Und jetzt haben wir was Besonderes und zwar haben wir tatsächlich ein Video. Ich glaube, das muss ich, muss ich mal schnell schauen, ob da Musik gespielt wird. Es scheint stumm zu sein. Okay, dann stelle ich es mal zur Sicherheit komplett stumm. Und zwar zeigt uns das eine... Spezialeinheit der Polizei, der Nationalpolizei. Und wie Sie sehen, die ist hier, die ist allen Ernstes hier auf dem Reservoir unterwegs, auf dem Neppe-Reservoir. -Nepp wir sehen hier mit RIPS, also ähm, Rigid Inflatable Boats, mit hoher Geschwindigkeit fahren die herum. Wir sehen an der Ausrüstung, wir hatten äh, Wärmebildgeräte, wir sehen teilweise ähm, Schalldämpfer hier. Jetzt die sind hier mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Auch äh, herumfahren und was jetzt interessant ist, ist, was Sie hier im Hintergrund sehen, was wir hier sehen, das ist nämlich geolokalisiert worden, das ist in Enehodar, also auf der anderen Seite, die kamen hier zumindest bei dieser Fahrt und hier sehen wir, das müsste eine Mi-8 sein, also ein, ein Transporthubschrauber, mit dem man auch Angriffe fliegen kann, der hier wohl zur Unterstützung unterwegs war, also auch, auch Hubschraubereinsätze, irgendwelche Detonationen im Hintergrund, aber was wir hier eben sehen, die fahren doch relativ nah an Enehodar heran. Und in ein paar Sekunden hier sieht man ihn feuern. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass die russischen Meldungen über, über ukrainische Landungsversuche, die sie abgewehrt haben, dass die zu einem Stück weit zumindest ab und an korrekt sind. Nicht unbedingt die genannten Verlustzahlen, aber. Die Ukrainer haben wir jetzt einen neuen Beleg. Wir hatten ja schon einmal ein Video, das uns ukrainische Spezialeinheiten auf der, auf der russisch gehaltenen Seite des Reservoirs zeigte. Und hier haben wir jetzt ein neues Video, das eben zeigt, dass sie zumindest in dieser Richtung unterwegs sind, unterwegs waren. Also könnte es tatsächlich sein, dass wenn die Russen mal wieder von einem abgewehrten Angriff reden, dass sie dort tatsächlich nicht die Unwahrheit sagen, zumindest in dieser Größenordnung. Wir haben ja in der Vergangenheit davon gesprochen, dass sie teilweise von hunderten Toten sprechen und dass die Ukraine einen Brückenkopf aufbauen wollten, etc. Das scheint mir meines Erachtens weitgehend im Rahmen der Fantasie zu sein. Aber es gibt zumindest ukrainische Aktivitäten auf der anderen Seite des Flusses des Reservoirs bestätigt. Und nur zur Erklärung, hier ist NO da. Das heißt, die waren irgendwo hier unterwegs auf dem Reservoir in Richtung russischer Seite. Und äh, zum Kernkraftwerk Saporischia haben wir eine Nachricht, das Hü und Hyundot geht weiter. Die das ist wieder am Strumpf. Netz angeschlossen. Das heißt, die aktive Kühlung kann wieder durch das Netz betätigt werden, nicht mehr durch die Generatoren. Ich habe im letzten Lagebericht, müsste es gewesen sein, ja darauf hingewiesen, dass es wieder ein, eine Beschädigung der Stromleitung gab und dass das Kernkraftwerk deshalb auf Generatoren umgestellt habe und es hatte gemeldet, es hätte nur für 15 Tage Sprit für die Generatoren. Reaktoren, Kernreaktoren, die heruntergefahren werden, produzieren noch Wochen oder Monate lang große Hitze. Sie müssen also aktiv gekühlt werden, das heißt mit Pumpen und da Dafür ist natürlich Strom nötig und das war hier das Problem. Wer nun diesen Beschuss durchführt, nun, das überlasse ich Ihnen. Je nachdem, wie Sie politisch gesinnt sind, äh, entscheidet sich das ja damit schon de facto. Vorab. Wir haben ein Video gesehen, wo die Antriebseinheit, ich glaube an das März müsste das gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne, klar aus Russland zu kommen schien. Aber hier muss ich sagen, dass mir nicht ganz klar ist, zu welchem Zeitpunkt sich die Antriebseinheiten automatisch abtrennen, ob die unbedingt immer in Nähe des Einschlagsortes einschlagen müssen. Theoretisch zumindest wäre denkbar, dass der Gefechtskopf noch ein ganzes Stück weiter geflogen ist. Diesen, in diesem einen Fall war für mich zumindest klar zu erkennen, dass es von russischer Seite kam dieser Einschlag. Aber es war eben wie gesagt nur die Antriebseinheit, nicht der Gefechtskopf. Und zumindest theoretisch besteht die Möglichkeit, dass der Gefechtskopf deutlich über das Kernkraftwerk hinweggeflogen sei. Ansonsten sehe ich relativ wenig Beweise. Wir haben das übliche: Beide Seiten werfen es sich gegenseitig vor. Ich habe in der Vergangenheit bin ich öfter darauf eingegangen. Für mich ergibt es wenig Sinn, es sei denn, die Russen machen es, um eben der internationalen Gemeinschaft zu zeigen, wie unverständlich verantwortlich die Ukrainer sein, dass sie eine atomare Katastrophe riskieren durch einen Beschuss des Kernkraftwerkes. Wer in sozialen Netzwerken aktiv ist, hat dies garantiert längst als Vorwurf an die Russisch, an die ukrainische Regierung gehört, womit die russischen maßnahmen ja dann auch von erfolg gekrönt sein klar scheint nur zu sein keine der beiden seiten wer auch immer diesen beschuss durchführt hat wohl kein interesse daran wirklich schaden anzurichten das, der beschuss scheint bei weitem nicht groß genug zu sein um das kernkraftwerk ernsthaft zu gefährden. Darauf deutet zumindest viel hin. Es ist jetzt nicht, dass es das unter Dauerbombardement steht, sondern wir haben hin und wieder mal einen Angriff und der trennt zuletzt dann Stromleitungen durch. Der gefährdet bislang nicht die Integrität der Reaktoren, was eben für mich darauf hindeuten will, eine der beiden Seiten will hier ein bisschen Angst auslösen und das gibt für mich auf russischer Seite mehr Sinn, denn wir müssen es so sagen, wenn das passiert, das ist keine Kernwaffe. Das heißt, eine Kernschmelze würde vor allem die stärkste, äh, die, die stärkste Verstrahlung im Umfeld erzeugen. Das heißt, auf ukrainischem Territorium, selbst wenn was in die Luft geschleudert wird und nach Russland geweht wird, wäre der Großteil der Verseuchung um das Kernkraftwerk herum. Das kann man wunderbar auch bei Tschernobyl sehen. Und dort gab es tatsächlich eine Explosion, die nicht zwingend in Saporische passieren muss und gleichzeitig würde es natürlich hier das Reservoir verseuchen, was für Millionen Ukrainer die Trinkwasserquelle sein sollte, also für die Ukrainer gibt es wenig Sinn das selbst zu beschießen. Aber wie gesagt, das überlasse ich letztendlich ihnen. Ich kann es nicht sagen, wer es ist. Ich sehe keine Belege, die es, au die es ausschließen würden, dass eine Seite, äh, dass die Gegenseite es doch sein könnte. Von daher lege ich mich hier ausdrücklich nicht fest. Ich kann nur sagen, von meiner meiner betrachtungsweise ergibt es mehr sinn, wenn die russen diese angriffe durchführen, aber mir scheint klar zu sein, beide seiten haben nicht wirklich ein interesse daran, dass es tatsächlich zu einem gau kommt. in cherson haben wir die üblichen ukrainischen angriffe, äh, verbindungslinien, kommandozentren, truppenkonzentrationen, lager, munitionslager, fähren, pontonbrücken. was habe ich hier noch vergessen? aber die üblichen Angriffe, die wir seit Monaten praktisch vermelden können, übrigens wie auch natürlich entlang der gesamten Front Artilleriefeuer stattfindet. Natürlich fliegt die russische Luftwaffe auch weiter Angriffe. Wir haben jetzt die, die Ukrainer melden, sie hätten mal wieder zwei Hubschrauber hier abgeschossen. Ich habe jetzt auf die Schnelle eigentlich keinen Beleg dafür gefunden. Das ist nur nur weil ich es nicht separat erwähne, dass die ukrainische dass die russische Luftwaffe die russische dass die Luftangriffe geflogen hat, heißt es nicht, dass die keine fliegt. Die sollte nach wie vor über 200 in etwa pro Tag fliegen, über 200 Kampfeinsätze. Laut russischen Angaben, um zu Herson zurückzukehren, sind die offiziellen Evakuierungen vom rechten Flussufer beendet, rechts und links immer in Fließrichtung. Die seien beendet, alle Evakuierungen jetzt seien privater Natur, also staatlich organisiert oder durch die Besatzungsbehörden organisiert, finden keine Evakuierungen mehr statt. Die Ukrainer melden weiterhin Schanzarbeiten auf der rechten Flussseite. Aber auch auf der linken Seite sehen wir weiter Befestigungen, die auch Artillerieunterstützung auf der Flussseite, auf der anderen geben sollte. Und wir haben hier ein paar Satellitenaufnahmen. Moment, ja, die haben wir hier. Das hier ist in Krakowka. In hier kann man wunderbar sehen, die, die leicht gezackten Schützengräben direkt am Wasser hier. Ist geolokalisiert. Dann haben wir hier, das ist in Hula Auch hier, klar, gezackte Infanteriestellung. Interessant sind diese Dinger hier, die könnten Artillerie sein, das und das. Da bin ich nicht komplett sicher, aber das könnte zumindest Artillerie sein, auch wenn es etwas verwunderlich wäre, wie nah die an der Infanterie gelegen wäre. Allerdings muss man natürlich jetzt sagen: Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht das große Drama, wenn man die Infanterie direkt neben der Artillerie positioniert. Normalerweise schiebt man die Artillerie deutlich zurück, denn wenn die russische Artillerie von diesem Ufer hier aufs andere wirken will, dann muss sie, muss sie dir praktisch am Wasser sein, zumindest bis die Ukrainer weiter vorgerückt sind. Das war das hier und dann haben wir noch. Ein weiteres und zwar in ivanivka und auch hier sehen wir die Stellungen von äh, die Schützengräben, die hier angelegt wurden. Das interessante jetzt sind die Positionen. Wir haben Kachovka, also hier bereiten sie sich auf eine Überquerung des Reservoirs vor. Wir haben Hula Pristan, das heißt nahe an Cherson auf der anderen Seite, aber Ivanivka ist hier. Und wenn wir uns die Aufnahmen hier ansehen, wir sehen die direkt am Wasser. Das würde Implizieren, dass die russische Seite allen Ernstes eine realistische Möglichkeit sieht, dass die Ukrainer hier in die Jahor Jahorlik-Bucht äh, gehen und dort eine amphibische Landung durchführen. Das sagt uns ein paar Sachen aus. Äh, das sagt uns einerseits, dass sie inzwischen eingesehen haben oder dass sie es eingestehen, dass die Schwarzmeerflotte neutralisiert ist. Die spielt keine Rolle mehr, denn eine amphibische Landung muss dauerhaft versorgt werden. Und das geht ziemlich schlecht, wenn der Gegner die, die Seeherrschaft hat. Da kann man vielleicht einmal durchbrechen, aber dann nicht dauernd hier, hier hinfahren. Aber die ukrainischen äh, Drohnenboote, aber auch die ukrainischen Antischiffsraketen sind inzwischen so mächtig, so einsatzkräftig geworden, so effizient geworden dass sie die Schwarzmeerflotte nahe der ukrainisch kontrollierten Küste ausgeschlossen haben, den Einsatz dort ausschließen. Und gleichzeitig zeigt uns das auch interessanterweise, dass die Russen hier eben diese Invasion, eine Invasion für ernsthaft für möglich halten, was für mich ein gutes Stück weit überraschend ist, denn äh, dort Infanterie an Land zu bringen, ohne anschließend schwere Waffen hinterherzubringen, scheint mir. Ein Himmelfahrtskommando zu sein. Von russischer Seite sieht man das wohl tatsächlich als ernsthafte Bedrohung. Das ist insoweit nicht uninteressant, wie die Russen ihre Situation dort einschätzen. Wir haben ansonsten die äh, Meldungen der Ukrainer, die sagen, Nova Kachowka wird massiv vermint, und zwar im klassischen Sinne. Wir reden hier nicht von Tretminen, Panzerminen oder ähnliches, sondern Minen im Sinne von Minieur. Das heißt, die Russen bringen große Sprengladungen unterirdisch an. Und das auch hier wieder muss man sagen, die russische Seite geht sehr schlau vor. Sie haben Zeit in Novakachovka. Gleichzeitig ist das der Punkt, wo angesichts der jetzigen Zerstörungen der Brückenübergänge der wahrscheinlichste Übergang zumindest infanteristischer ukrainischer Truppen erfolgen würde. Denn egal ob nun der Staudamm gesprengt wird oder ganz bleibt, auf der Staumauer oder auf dem, den, den Steinen darauf besteht eine realistische Möglichkeit für ukrainische Infanterie, die es den, den Dnipro zu überqueren. Daraufhin würden sie in Novakachovka sein. Und die Meldung, die wir jetzt haben, ist, dass die Russen laut ukrainischen Angaben unterirdisch große Sprengladungen anbringen. Und dabei wird zum Beispiel die, die Abwassersystem genannt. Und wenn man das entsprechend plant von russischer Seite und hier den wahrscheinlichsten Übergang identifiziert, dann ergibt es durchaus eine Menge Sinn. Zu sagen, wir bringen große Sprengladungen, hunderte Kilo im Zweifelsfall an Sprengstoff an, vielleicht sogar tausende Tonnen an Sprengstoff an irgendwelchen Verkehrsknotenpunkten, an irgendwelchen Straßenkreuzungen. Man kann die Zünder Bereits platzieren. Man kann die Kabel durch die Kanalisation legen, wenn man das macht. Damit sind die eigentlich sogar halbwegs sicher vor Artilleriebeschuss oder ähnlichem, der ansonsten irgendein Kabel durchtrennen könnte. Man muss es nicht per Funk zünden und so könnte man die entsprechenden Stellungen vorbereiten und in dem Moment, wo die Ukrainer vorrücken und eben dann an einem solchen Punkt Truppen konzentrieren, könnte man die Zündung auslösen und eben große Mengen an ukrainischen Truppen auf einen Schlag vernichten. Man kann es natürlich, wenn man die, die Verteidigung vorplant, dann kann man sich die entsprechenden Mittel darauf abstimmen. Denn ich habe in der Vergangenheit gesagt, wenn wir über Befestigungsanlagen gesprochen haben, die dienen verschiedenen Zwecken, die dienen aber auch, einen Gegner in eine bestimmte Richtung zu drängen. Das heißt, durch Sprengladung kann ich begeben den kann ich Gelände unpassierbar machen, ich kann aber auch durch Positionen, durch eigene Verteidigungspositionen garantieren, dass der Gegner an einer bestimmten Stelle ist. Wenn ich in dieser Ortschaft hier, wenn wir uns hier die Häuser anschauen, an bestimmten Gebäuden, ein bestimmtes Gebäude befestige, dann ist klar, wo der Gegner sein wird, denn der wird in dem Moment stoppen, wo auf ihn geschossen wird. Und indem ich von vornherein weiß, wo die, die, meine Schussfelder sind, wohin ich schießen kann, weiß ich, wenn die Ukrainer kommen, werden sie genau an dieser Stelle stoppen. Dann werden sie sich dort konzentrieren und sich überlegen, wie sie ausfächern. Und dann kann ich natürlich entsprechend, wenn ich jetzt, wenn wir mal weiter reinzoomen, wenn ich jetzt irgendwie an diesem Häuserblock hier etwas befestige, dann kann der ungefähr, was sagen wir mal, bis hierhin wirken. Dann könnte ich theoretisch hier eine solche Sprengladung platzieren. Jetzt ist nur der Einfachheit halber. Der Einfachheit halber. Das heißt, was wir hier aus Novakovka gemeldet bekommen, muss ich sagen, klingt aus, aus meiner Sicht als Beobachter durchdacht, äh, vorausschauend, sinnvolle Planung. Die Russen bereiten sich hier auf den schlimmsten Fall für sie vor. In und wenn man das so hört, mit ziemlicher Kompetenz, ähm, da deutet viel darauf hin, die gesamten Stellungen, die Sie jetzt schon aufbauen, die bereiten Sie vor für den schlimmsten Fall, aber die dürfen wir nicht sehen als ein automatisches Eingeständnis, dass Sie die, das rechte Seite, das, die rechte Seite des Nipro das Ufer dort räumen werden. Hier bereiten Sie schlicht auf den schlimmsten Fall vor und wenn man natürlich genug Zeit hat und dann noch ein bisschen Kompetenz, dann kann man daraus ein, ein absolute, eine absolute Hölle für den Gegner machen, indem man eben vornherein die, die Schussbereiche festlegt, aufeinander abstimmt, um Kreuzfeuer zu erzeugen und dort, wo man es nicht kann oder ähnliches, eben eine große Sprengladung platziert. Wir sehen die historischen Beispiele, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, nicht in diesem Vergleich, aber dort hat man dann zum Beispiel Gräben unter die feindlichen Stellungen gegraben, um diese dann zu sprengen um auf diese Art und Weise eben die feindlichen Grabenstellungen zu vernichten. Da ist also eine gewisse Parallele hier. Hier baut man nicht die Sprengladungen unter einem unter einer feindlichen Stellung, sondern man legt sie wohl dort, wo man den Feind erwartet für den Fall, dass er durchbricht. Die Ukraine sagt darüber hinaus die Russen zerstören weiterhin Boote, zivile Boote in Cherson. Es wird inzwischen von 50 geredet, also gar nicht mal so viel wie es anfänglich gemeldet war, was irgendwie ein bisschen überraschend ist. Ich hätte mal erwartet, dass das Bootzerstören etwas schneller ginge, aber gut. Sie auf jeden Fall sollen sie es weiterhin tun. Und der GUR, der ukrainische Militärgeheimdienst, sagt, und hier der übliche Hinweis, den jeder, der lange zuschaut, längst kennt: wenn ein aktiver Kriegsteilnehmer gerade eine staatliche Stelle oder irgendwas etwas sagt, dann muss das immer mit Vorsicht betrachtet werden denn die haben ein Interesse daran unsere Nachrichtenwahrnehmung zu formen, zu manipulieren, in eine gewisse Richtung uns zu drücken etc. aber der GOR sagt nun eben hier, die verlassenen Häuser, also wir reden von den Häusern, wo die Menschen in Anführungsstrichen evakuiert wurden, Sie wissen, die ukrainische Seite nennt es Deportationen und es gibt zumindest einige Hinweise, dass es in einigen Fällen tatsächlich Deportationen sind, auch der Definition nach, dass es nicht nur vorübergehende Evakuierungen sind. Und hier hätten wir den nächsten Hinweis, denn der, wenn der GUR uns hier nicht irgendwas äh, vorlügt, dann, dann äh, würden diese Häuser systematisch geplündert und da wird das Übliche genannt. Also man geht wohl von Haus zu Haus und räumt die leer nach allem, was brauchbar ist. Und natürlich wird dann alles über den NIPRO gebracht und dabei dürfen die Waschmaschinen nicht fehlen. Die werden ebenfalls genannt. Also auch hier werden... Die Häuser praktisch leergeräumt von allem, was irgendwie zu gebrauchen ist, weil die Menschen dort nicht mehr sind. Und das auch wieder ein Hinweis, das können wir. Unter der Einschränkung, dass der GOR hier uns nicht irgendein Märchen erzählt, wäre das wieder ein Hinweis darauf, dass es Deportationen sind oder alternativ furchtbare Disziplin von der russischen Seite. Denn wenn ich Menschen evakuiere, dann will ich sie wieder zurücklassen. Und dann plündere ich nicht deren Häuser, sondern. Dann bewahre ich die Häuser, damit die Menschen, die ja nun laut russischer Rechtsauffassung Russen sind und in Russland sind, dann plündere ich ja nicht deren Häuser. Also ist entweder überhaupt kein, besteht überhaupt keine Absicht, diese ukrainischen Staatsbürger, und das sind sie jemals wieder zurückzulassen, oder aber die Truppen sind so furchtbar undiszipliniert und von den höheren Stellen besteht weiterhin kein Interesse, diese systematischen Plünderungen zu stoppen. Alles eben mit der Einschränkung, dass die GUR uns hier keinen Unsinn erzählt im Norden und äh, im Norden hier entlang so dieser Frontlinie haben wir überraschend wenige Meldungen von Angriffen und im Süden sprechen die Russen von einer starken Truppenkonzentration der Ukrainer in Richtung wohl Herson orientiert und die Russen sprechen von Gefechten an der Oblastgrenze. Und wenn ich das richtig verstehe, müsste das also hier diese sein. Also es geht um die Oblastgrenze Mykolaiv, was hier ist, und Cherson, ähm, was hier ist, im Nordwesten. Also es müsste in etwa so um Posad-Pokrovske sein, wo wir ja in der Vergangenheit schon mehrfach von Gefechten gesprochen haben, auch Tannivipodi. Und Selini Hai und all diese Ortschaften kennen die meisten von uns bereits, weil die immer wieder umkämpft sind, weil die immer wieder auch mal den Besitzer wechseln. Hier muss es wohl weiter Gefechte geben, aber eben laut russischen Quellen soll sich hier eine ukrainische Truppenkonzentration aufbauen, über die, die, ähm, die wo die Truppen sich eben aufbauen für einen künftigen Angriff. Das war es soweit, was wir hier an der Front haben. Wir haben natürlich noch vieles weitere, aber daher jetzt eine kurze Zusammenfassung. Wir haben weiterhin keinen schlü schlüssigen Beleg. Kann man das hören? Nee, kann man nicht. Ich habe den Arbeitern gesagt, sie sollen still sein, aber anscheinend gedenkt man nicht daran zu, darauf zu hören. Ähm, die, ähm, in Cherson haben wir weiterhin keinen Beleg, dass die Russen tatsächlich... Vollständig das aufgeben. Wir haben Truppenbewegungen, ja, wir haben Artillerie, die zurückgenommen wird, ja, aber wir sehen nicht, dass die Russen Kherson bereits räumen. Das rechte Ufer des Nepro. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen. Es wird von Schlamm berichtet an verschiedenen Stellen der Front. Ich bin jetzt darauf hingewiesen worden, die Bundeswehr hat ein Video gemacht, dass die Rasputiza das Gebiet nur irgendwie in diese Richtung gehe und hier überhaupt nicht das groß betreffe, aber ich habe Meldungen auch aus diesen Bericht, aus, auch aus diesen Regionen, dass die Schlamm, dass es erhebliche Schlammprobleme gebe, sodass auch das normalerweise wir erwarten sollten, dass es vielleicht nicht gar so schlimm ist wie irgendwie jetzt hier, aber es muss zum Zumindest in den südlichen Regionen und auch hier in Richtung Donbass muss es Probleme mit Schlamm geben, die eine ukrainische Offensive verlangsamen. Hier im Süden jetzt mal wieder infanteristische Tätigkeit am Boden, etwas Bewegung, aber keine Veränderung und hier weiterhin schwere russische Angriffe. Wie gesagt, ich habe heute bewusst nicht die ganzen Ortschaften genannt, denn ich könnte jedes Mal 30 Ortschaften nennen und dieser Kanal ist ja nicht, hören Sie, Thorsten Heinrich beim falschen Aussprechen ukrainischer Ortschaften zu, sondern wir wollen ja irgendetwas vermitteln und, und das ist nicht einfach nur wie falsch man ukrainische Ortsnamen aussprechen kann. Ähnlich hier, die Angriffe hier scheinen etwas abzunehmen, entlang der Luhansk-Front im Norden. Aber auch hier scheint es darauf, also die Ukraine armee hier weiterhin die Initiative, auch wenn sich jetzt nichts bewegt hat, hier hat sich fast nichts bewegt. Aber die Russen sind etwas vorgerückt. Aber wir haben sowohl von diesem Bereich der Front als auch von diesem hier. Meldungen über explizite Vorfälle mit schwersten russischen Verlusten. Also die Russen scheinen hier gerade alles an die Front zu werfen, um irgendeine Wende herbeizuführen, ohne Sinn und Verstand und scheinen dabei wirklich schwerste Verluste zu erleiden. Im Ganzen aber weiterhin relativ wenig Bewegung für den Moment. Wahrscheinlich wird sich das erst im Winter ändern, wenn alles mit dem das Zufrieren beginnt und dann möglicherweise natürlich die Russen unter erheblichen Problemen leiden werden, was die v Versorgung ihrer Truppen angeht. Im Winter, was äh, Heizmaterialien etc. angeht, das werden wir aber sehen müssen. Wir haben ein bisschen in Richtung Partisan gehend haben wir die Meldung hier und zwar, ich bin jetzt nicht sicher, ob man hier was hört, ich mache es aus und wenn dann, also hier haben wir eine Meldung. Das sind wohl Verteilerkasten elektrische für die Stromleitung und die und Umspannwerke und sowas. Also auf gut deutsch die elektrische Infrastruktur für die russische Eisenbahn sei hier in Brand gesteckt worden. Wir können es im Hintergrund erkennen und das Video ist veröffentlicht worden. Das werden Anarchisten, werden die genannt online. Über die Definition Anarchist könnte man debattieren, denn da gibt es ja verschiedene Interpretationsansätze, aber das hat nicht unbedingt einen Platz auf diesem Kanal. Wie gesagt, hier wird von russischen Anarchisten gesprochen. Klar scheint zu sein, dass das ein Angriff war auf die russische Eisenbahninfrastruktur, was natürlich theoretisch den Aufmarsch der, der Mobilisierten oder den Nachschub verringern kann. Ansonsten haben wir die Nachricht, dass ein Anschlag auf den obersten Richter der sogenannten Donetsker Volksrepublik, Alexander Nikulin, verübt wurde. Die letzte Meldung, die ich gesehen hatte, war, dass er wohl noch am Leben war, aber er scheint getroffen worden zu sein und möglicherweise schwer verwundet worden zu sein. Das ist dieser Mann, der oberste Richter, das ist der, der die Todesurteile gegen die ausländischen Freiwilligen verhängt hatte, also Aiden Aslan. Sean Pinner und diesen Marokkaner, dessen Namen ich vergessen habe, die ja alle zum Tode verurteilt worden waren in der sogenannten Donetsker Volksrepublik, weil sie Söldner seien, was völkerrechtlich übrigens absoluter Humbug ist. Die sind klar reguläre Kombatanten, reguläre Soldaten gewesen, sodass äh, die Verurteilung. An sich bereits ein Kriegsverbrechen war, ungeachtet der Frage, ob äh, welches Strafmaß dabei verhängt wurde. Und die sind ja zum Glück ausgetauscht worden. Ich habe tatsächlich nichts über den Marokkaner gelesen, ob der auch ausgetauscht wurde, aber ich würde mal davon ausgehen, dass er auch ausgetauscht wurde, sodass dieses Todesurteil glücklicherweise nicht vollstreckt wurde. Und auf den dafür verantwortlichen Richter ist nun eben ein Anschlag verübt worden. Wir haben auf der von der Mobilmachung haben wir nun neue äh, Meldungen hier. Und zwar. Angeblich seien es bis zu 2000 Soldaten hier gewesen, gibt es Zeugen, die davon sprechen und sie können hier unten die Untertitel automatisch... Nee, das ist das falsche Video. Das hier ist das richtige, das hier das richtige Video sein. Warum gehen die Untertitel jetzt nicht? Okay, mein Fehler, entschuldigen Sie bitte. Das hier ist das richtige Video und zwar gibt es interessanterweise einen, einen Bot der das automatisch übersetzt. Das wusste ich auch noch nicht. Ähm, add with Translator und ich glaube, dann muss man Leerzeichen Translate machen und dann übersetzt er ein Video. Und wie Sie sehen, der fügt automatisch Untertitel ein. Das könnte sich auch sehr hilfreich erweisen. Ähm, wenn Ihr Englisch gut genug ist, können Sie es hier lesen. Ich bin nicht sicher, ob das nicht zu laut ist. Sollte es eigentlich nicht sein? Ähm, Gestern, wenn ich mich nicht alles getäuscht hat, hat sich die Oktoberrevolution gejährt. Die war nämlich am 7. November, am 7. November 1917 nach gregorianischem Kalender. Und die Russen haben zu dem Zeitpunkt noch den julianischen Kalender benutzt, deswegen war noch Oktober. Zumindest, wenn ich nicht komplett falsch bin, tauchte, lag, ist dieses Video aufgetaucht zum Jahrestag der Oktoberrevolution. Der Offizier wird als Idiot bezeichnet, er wird persönlich angegriffen, ich bin nicht sicher, wie weit man mich gut hören kann mit dem Hintergrund äh, der Gebrülle der Soldaten, aber wie gesagt, was wir hier sehen, ist eine absolute Katastrophe. Militär, in dem Offiziere als Idiot bezeichnet werden, wo die Soldaten ein Sprechchor machen gegen hohe Offiziere. Das hier muss wohl ein Oberst gewesen sein. Ich muss zugeben, ich habe jetzt die Obletten nicht nachgeschlagen. Ich habe auch zwei Meldungen. Möglicherweise gab es zwei Vorfälle. Einmal wird von einem Oberst gesprochen, einmal von einem ein Sterne-General. Also wir reden hier nicht von einem kleinen Leutnant, der 20 ist. Wir reden von einem, der mindestens eine Brigade, äh, mindestens... Ähm, ein Bataillon kommandiert, eher eine Brigade in, in die Größenordnung, die, der wird von einem Mob aus Soldaten zusammengebrüllt, die ihn als Idiot bezeichnen, die ihn persönlich beleidigen, die ihm Gewalt androhen. Das ist eines organisierten Militärs absolut unwürdig und wirft ein absolut verheerendes Licht zumindest auf diese Situation. Wie gesagt, es gibt Meldungen, es seien im ganzen 2000 Soldaten gewesen, die daran beteiligt waren. Die, die Situation dort war auf jeden Fall nicht ohne. Die Kritik wurde unter anderem darin geäußert, dass selbst grundlegende Dinge wie Nahrung, Wasser und Heizquellen nicht verfügbar seien. Wir haben, ähm, dies hören wir auch nicht zum ersten Mal, dazu hören wir Meldungen, dass... An russischen Medien, das, wo sich Angehörige beschweren, weil Mobilisierte in Luhansk in einem Lager eingesperrt seien, unter furchtbarsten Bedingungen, teilweise ohne Nahrungsmittel und ihnen die Exekution von Offizieren angedroht wird, weil sie sich weigern, Angriffsbefehle zu erfolgen. Also, und dann kommt dazu ja die Meldung in den letzten Tagen, die vom britischen Geheimdienst unter anderem kamen, dass die Russen inzwischen tatsächlich Blockadestellungen hinter den Frontlinien haben. Das heißt, sie, sie holen normale Staatsbürger aus ihren Familien, mobilisieren sie und wollen sie dann in die Front werfen, ohne Ausbildung. Und wenn sie es wagen, nicht anzugreifen, drohen sie von hinten durch die eigenen Leute erschossen zu werden. Also, das ist wirklich eine Rückkehr in. in in Zeiten, die man nicht aus Russland erwartet hätte. Und wenn wir uns diese Bilder jetzt anschauen, was die Soldaten, wie glücklich die über die Situation sind, dann bekommt W bekommt, tatsächlich so ein bisschen einen Oktoberrevolutionswind. Das wird spannend werden, wie das in Russland weitergehen wird. Der GUR, auch hier wieder Einschränkung, ukrainischer Militärgeheimdienst, wer weiß, wie glaubwürdig, sagt, die Zahl der Atemwegserkrankungen in russischen Truppen in Belarus sei explodiert. Weil die dort stehenden Einheiten, die mehrheitlich aus Mobilisierten bestehen würden, die seien weitestgehend nur in Zelten untergebracht, wohl auch ohne jede Heizung. Und dabei würden die so massiv krank werden, Abendwegserkrankungen, also wir reden hier wahrscheinlich hauptsächlich so von Lungenentzündungen und ähnlichem, dass die belarussischen Ärzte völlig überfordert seien und die Russen nun inzwischen zusätzliche, zusätzliches medizinisches Personal nach Belarus schicken. Das sagt zumindest der GUR. Wie gesagt, dem dürfen wir nicht unbedingt alles aufs Wort glauben. Darüber hinaus wird in russischen Medien berichtet, dass die Behörden anfangen, sich vorbereiten, an den Grenzen zu kontrollieren, wer ins Land zurückkehrt, um Männer und im Besonderen der FSB ist daran beteiligt, um Männer, die sich vor der Mobilmachung gedrückt haben, wegen Zusammenarbeit mit Ausländern zu untersuchen und anzuklagen. Okay. Ich glaube, ich muss den Herren mal sagen, dass es etwas ruhig sein muss, wenn es so weitergeht. Es tut mir leid, wenn Sie das, die, die Bohrgeräusche im Hintergrund hören. Sie können sich vorstellen, heute Morgen war es die reinste Hölle für mich, aber ich habe an sich mit den Arbeitern den Deal gemacht, sobald hier, ich hier anfange, hat es ruhig zu sein. Also auch hier. Wir haben die, die Zahlen vom GUR, dass die ganzen Menschen eben gesundheitliche Probleme bekommen. Wir können es aktiv nicht überprüfen. Wir haben aber auch andere Meldungen. Zum Beispiel in Belgorod sind am Bahnhof, ist ein Zug angekommen mit mobilisierten 350 Mann, die sturzbetrunken gewesen sein sollen und da haben wohl rumrandaliert und rumgepöbelt und die Polizei konnte diese Männer überhaupt nicht unter Kontrolle bringen. Und äh, das sind alles Sachen, die. Ein verheerendes Licht auf die Mobilmachung, die Moral und die Kampfkraft werfen. Und wir haben auch andere Zahlen, und zwar ist die Freiwilligeinheit Botur aus der Republik Sakai nach Hause zurückgekehrt mit 13 Mann. Von ursprünglich 105. Also 13, 105 ist fast 90 Prozent. So grob überschlagen, um es jetzt durchzurechnen. Das heißt, wir haben hier so 85-prozentige Ausfallquote. Die werden nicht alle tot sein. Ein Teil davon wird in Lazaretten sein, aber das zeigt, wie weit zumindest einige Einheiten dort Verluste erleiden. Das ist absolut horrend. Ich bin in der Vergangenheit immer wieder darauf eingegangen, es ist eine Geschichte, als Staat von seinen Bürgern zu verlangen, Soldat zu, zu sein. Das ist, kann man je nach politischer Auffassung bereits an sich als Verbrechen ansehen. Aber wenn man Soldaten einsetzt, dann ist es die Mindest, die, die, ein Mindestgebot, von Verantwortung seitens der Regierung, dass es diesen Soldaten wenigstens eine Chance gibt, also sie anständig ausrüstet und sie anständig ausbildet und hier sehen wir das absolute Gegenteil. Hier muss man sagen, die russische Regierung begeht systematisch Verbrechen am eigenen Volk. Und hier reden wir noch gar nicht von den Verbrechen innerhalb der Ukraine, sondern das kann man nicht anders bezeichnen als als systematische Verbrechen an Russen begangen durch die russische Regierung. Kommen wir zur politischen Entwicklung. Hier haben wir Prigozhin, den Namen, den wir jedes Mal hören, bis wir irgendwann hören, dass er aus dem Fenster gefallen ist. Es wird spannend werden, ob er es tut. Ich halte es nämlich mit jedem Tag für ein kleines bisschen wahrscheinlicher, denn er arbeitet weiter an seiner Position. Am äh, russischen Einigungstag ist er in Kurs gewesen, hier oben, und hat dort mit Geschäftsleuten gesprochen über die Gründung einer Volksmiliz. Dabei hat er mit Medien... Interviews gegeben und hat dabei impliziert, dass Wagner, also seine Söldner, die Einheit Russland erhalten würden. Das heißt, er spielt sich auf zu einer tragenden Säule Russlands. Später hat er dann bestätigt, dass Wagner Trainingszentren für Volksmilizen in Kursk und Belgorod aufbaut, also hier und hier. Die sollen Volksmilizen ausbilden und diese Volksmilizen werden außerhalb der Struktur des Verteidigungsministeriums sein. Also die werden wohl Wagner unterstehen. Das heißt, er baut seine Truppenstärken weiter aus und platziert sich in weiteren Positionen. Die Insider aus Russland hat nun gemeldet ein paar Zahlen zu Wagner und den Verlusten. Und die sagen, 500, 500 Strafgefangene, die eben durch Wagner rekrutiert worden seien, seien bereits gefallen. Und im Ganzen habe Wagner 800 bis 1000 Mann verloren. Mir kommt diese Zahl dramatisch zu niedrig vor. Zum einen, weil wir wissen, wie die, oder weil wir zu wissen glauben, ein bisschen vorsichtig bleiben, aber weil wir zu wissen glauben, wie die Wagner Leute eingesetzt werden, dass da im Besonderen die Strafgefangenen, dass dort nur 800 bis 1000 Mann gefallen sein sollen, in die, all diesen Monaten scheint mir sehr unwahrscheinlich zu sein. Vielleicht sind es die Zahlen von Oktober. Das würde ich für glaubwürdig halten, denn dass Wagner die Strafgefangenen als absolutes Kanonenfutter einsieht, ansieht und einsetzt, das ist inzwischen hinlänglich bekannt. Von daher kommen mir die Verlustzahlen, sollte das der, für den gesamten Krieg gemeint sein, viel zu niedrig vor. Aber Prigozhin hat sich tatsächlich auch westlichen Medien gegenüber geäußert und zwar hat RFERL, also Radio Free Europe, Radio Liberty, mit Prigozhin gesprochen und da hat er gesagt, er greift in die US Midterm Elections ein. Ja, man, er habe in der vergangenheit eingegriffen er greife gerade ein und er werde immer eingreifen klar ist damit dass er damit vor allem zwei richtungen hat die frage ungeachtet der frage wie weit er tatsächlich in die wahlen eingreift zum einen äh, unterminiert er das us-wahlsystem wahlen leben ganz erheblich davon dass ein vertrauen besteht dass die Stimmen überhaupt was wert sind und dass nicht betrogen wird. Und in dem Moment, wo ausländische Akteure sagen: Nö, ja klar, wir greifen da ein, manipulieren und beeinflussen ganz erheblich, sinkt das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Wahl. Dazu kommt natürlich so, dass je nachdem, welche Partei heute gewinnen wird, denn die Wahlen sind heute, wenn ich nicht komplett falsch liege, je nachdem, welche, welche Partei dort als Sieger hervorgehen wird, welche Partei Senat und Kongress anschließend kontrolliert, kann die andere Seite natürlich eine erhebliche russische Involvierung beanspruchen und dann sogar darauf verweisen, hey, die sagen es selber. Ähm, das ist zum einen einerseits sicherlich die Stoßrichtung. Die andere Stoßrichtung dürfte in Richtung Russland gerichtet sein, denn indem er sagt, hey, ich greife in die USA ein, in den USA ein, zeigt er ja an der Heimatfront, was für ein großer Spieler er ist. Das heißt, Prigozhin macht sich mit dieser Art und Weise wieder wichtiger als vorher, als zu Beginn. Auch hier wieder. Dürfte es spannend werden, wie es mit Prigochien weitergeht. Ähm, das war es über in im Machtkampf. Wir haben noch weitere ein paar kleinere Weiterinformationen. Und zwar die Filtrationsmaßnahmen gehen weiter. So wird in diesem Krieg, ich kannte diesen Begriff, in diesem Zusammenhang ehrlich gesagt vorher nicht, wird es genannt, das, was halt äh, ein, ein Durchsuchen der Menschen, eine ähm, äh, Überprüfung genannt wird, wo die Russen ja der Vorwurf war, dass sie schon zu Beginn Listen hatten vor dem Krieg, welche Menschen aussortiert werden sollen, in Anführungsstrichen. Äh, diese Maßnahmen würden massiv verstärkt werden in den ukrainisch besetzten Gebieten durch die Russen und der ukrainische Generalstab sagt, es wären dabei die Menschen, teilweise die, die eben aussortiert werden, auch beiseite geschafft und erheblich gefoltert. Hier haben wir natürlich den ukrainischen Generalstab, der das sagt. Wir haben zahlreiche Hinweise über systematische Folter in der Vergangenheit, aber in diesem Fall haben wir zumindest keinen aktuellen Beweis. Das nur zur Einordnung darüber hinaus gibt es weitere berichte über hunderte kinder die neu deportiert werden das ist äh, die, die ukrainische ansicht die die russen werden natürlich darauf bestehen dass dies evakuierungen seien denn zum teil gehe, gehe es in den urlaub zum teil zur erholung etc. und zur ausbildung zu anderen zwecken aber unter diesen meldungen wird auch ein, eine gruppe wird explizit nach russland geschafft um sie dort zu äh, adoptieren. Vermute mal, die russische Seite behauptet oder sagt oder glaubt, das seien Weisen, sodass es wenigstens hier nicht um einen direkten Raub von Kindern von ihren Eltern geht. Aber auch hier ist es natürlich bedeutend, wenn ich ukrainische Staatsbürger nehme und sie nach Russland in Russland verteile und an russische an russischen Familien zur Adoption übergebe, dann russifiziere ich die. Und es erinnert uns natürlich an ein sehr schwarzes Kapitel deutscher Geschichte, wo. Arisierbare Kinder in Polen ihren Eltern weggenommen wurden, um sie im Deutschen Reich äh, adoptieren zu lassen und so zu Ariern zu machen. Also, auch hier haben wir historische Parallelen, die nicht besonders rosig sind. Die Vorwürfe bezüglich den Urlauben etc. habe ich in der Vergangenheit immer wieder aufgebreitet, dass eben vermutet wird oder der Vorwurf besteht, dass diese Kinder nie wieder zurückkehren sollen und entweder eben die Vermutung besteht, dass die Kinder ihren Eltern direkt weggenommen werden und wegadoptiert werden oder aber alternativ, dass die Eltern nach einer gewissen Zeit gezwungen sein werden, ihren Kindern nachzufolgen. Denn wenn die Kinder in St. Petersburg sind und nicht mehr in die Ukraine zurück dürfen, wie lange erlauben dann Eltern... Und wir reden hier wohl so unter Zehnjährigen oder sowas, relativ junge Kinder. Wie lange erlauben dort wohl die Eltern, dass die Kinder alleine in Russland bleiben, wenn sie die Möglichkeit haben, durch ein Hinterherziehen wieder mit ihren Kindern vereint zu werden? Und in die, in, durch diese Art und Weise, so die ukrainischen Vorwürfe und die pro-ukrainischen, wenn man so will, die kommen ja nicht alle aus der Ukraine selbst. So würde diese, würden diese Maßnahmen eben, da, eben darauf zielen, die ukrainischen Staatsbürger in der gesamten russischen Föderation zu verstreuen und sie durch diese Verdünnung sozusagen zu assimilieren und damit zu Russen zu machen. Ähm, dann haben wir noch drei Informationen, was das hier angeht. Und zwar gibt es aus, ähm, zu Starlink, 3, 1300 Satellitenterminals seien deaktiviert worden, die vom ukrainischen Militär im Einsatz sind und die Rechnungen sind nicht bezahlt worden. Starlink ist ein Unternehmen, hat Rechnungen zu bezahlen, muss neue Satelliten bezahlen und hier ist es eben so, dass man wohl seitens Starlinks die Entscheidung getroffen hat, diese Rechnungen nicht auf eigene Kosten zu stemmen, diese Kosten nicht auf eigene Kosten zu stemmen. Ist, ich würde mal davon ausgehen, dass sich jemand finden wird, der diese Rechnung bezahlt, zumal wir hier lediglich von 3,25 Millionen US-Dollar im Monat sprechen. Es handelt sich nur um 1.300 Geräte, die sind wohl in Großbritannien durch Großbritannien oder so gekauft worden und dort hat keiner mehr die Rechnung bezahlt. Also ich gehe mal davon aus, dass dies kein dauerhaftes Problem sein wird. Aber das ist nur meine Vermutung und vermutlich ist es bereits gelöst. Das mag ich nur bis zum jetzigen Zeitpunkt verpasst haben. Hier haben wir noch ein Interessantes, wie gesagt mgeschichte.com. Sie die Links, die können Sie übrigens dort bereits finden. Da haben wir hier eine, ein Video. Das zeigt äh, eine iranische Drohne und dort werden 76 Bauteile stammen tatsächlich aus den USA. Von 14 amerikanischen Firmen sind die eben in iranischen Drohnen verbaut worden. Eben hier als Hinweis über die Herkunft. Und abschließend haben wir ja ein interessantes Video. Ich glaube, hier muss ich den Ton auslassen, denn das könnte urheberrechtlich problematisch sein. Und zwar ist dies eine Zeremonie, äh, wohl Übergabe an an russische Einheiten und hier wäre es jetzt mal interessant, das können Sie natürlich in den Kommentaren dann im besonderen Wort. Sie wissen, Kommentare sind immer hilfreich, auch für den Algorithmus. Sind das tatsächlich Neufahrzeuge? Es wird gesagt, dass seien Neufahrzeuge so im Sinne von, die Russen hätten äh, Autohändler geplündert, um damit die Truppen auszustatten. Zumindest vom Baustil her erinnert mich das eher so an 70er, 80er Jahre. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung über die russische Automobilindustrie. Ein Design aus den 80ern kann durchaus nach wie vor gebaut werden und eben weiterhin so antiquiert aussehen. Aber das macht natürlich einen himmelweiten Unterschied. Das bedeutet eine gewaltige, hat einen gewaltigen Einfluss, ob diese Fahrzeuge nun. 80 Jahre äh, aus den 80ern sind, ob das 40 Jahre alte Fahrzeuge selbst sind oder nur 40 Jahre alte Modelle. Denn das eine Mal sind es Neuwagen, die eben entsprechend zuverlässig sein sollten. Das eine Mal sind es uralte Karren, die nach kürzester Zeit liegen bleiben werden oder zumindest einen monströsen, einen monströsen Wartungsaufwand benötigen. Wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung. Dafür gibt es ja die Zuschauer wie Sie. Sie werden normalerweise. Kommentieren Sie das immer zahlreich und da werden Sie jemanden finden. Werden wir jemanden finden, der sich damit gut auskennt und das entsprechend erklären kann. Das war es soweit von meiner Seite. Ich mache eine kurze Getränkepause und dann beginnen wir mit der Frage-Antwort Runde. Ich bin in 30 Sekunden wieder für Sie da. Keinen Grund unnötig zu warten, wenn ich mit dem Trinken fertig bin. Von daher etwas früher als erwartet bin ich zurück und bedanke mich an dieser Stelle. Möchte ich willkommen heißen. TCD Turing, Michael Ohne und Diktator. Als Neumitglieder vielen Dank für die Unterstützung und ich sehe, Leading Innovations hat fünf Mitgliedschaften verschenkt. Vielen lieben Dank für Ihre Großzügigkeit und ich habe gesehen, die Zuschauer, die sie geschenkt bekommen haben, haben sich wohl auch bedankt. Und die Mitgliedschaften haben tatsächlich einen kleinen, wirklichen Effekt neben den Smileys, neben den Emojis, die sie verwenden können. Die sie, sie ähm, unterstützen natürlich den Kanal damit, auch finanziell, aber ich mache Videos, die nicht aktuell sind. Wo es keine Dringlichkeit gibt, auch wenn dieses über Kernwaffen wäre, vielleicht etwas dringender gewesen vor dem heutigen Lagebericht. Aber so grundsätzliche Informationen, die also nicht zeitnah veröffentlicht werden müssen, die stelle ich immer, versuche ich immer, dass ich die mindestens 24 Stunden lang den Patreon-Nutzern und um 24 Stunden den Mitgliedern zur Verfügung stelle. Vorher so als kleines Dankeschön. Aktuell gibt es noch keine exklusiven Inhalte, auch wenn ich nicht sagen kann, dass das nie passieren wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine. Das heißt, mittelfristig erhält es dann, kann dann jeder diese Videos anschauen nach ein paar Tagen. Aber als kleines Dankeschön erhalten Mitglieder aktuell die Möglichkeit, die vorher, lang, vorher anzuschauen. Und da sind natürlich die, die es geschenkt bekommen haben, die kommen dann auch in diesen Genuss. Dann können wir hier, fangen wir mal mit der Frage runter an. Wir haben die Tabulierung, stellen wir an. Und auch hier nur zur Erklärung. Sie können, wenn Sie eine Frage, die Ihnen besonders am Herzen liegt, können Sie die nach oben schieben, indem Sie hier auf dieses Symbol drücken. Und damit können Sie eine Spende abgeben. PayPal. Entweder mit dem PayPal-Account oder indem Sie eine Kreditkarte nutzen. Damit schieben Sie die Fragen nach oben. Aber wie gesagt, der Hinweis, der steht da. Es gibt keine Garantie auf Beantwortung. Sie schieben lediglich die Fragen nach oben. Ich behalte mir natürlich vor, eine unangemessene Frage zu beantworten, nicht zu beantworten. Das behalte ich mir natürlich vor. Aber da hatten wir im letzten Livestream das interessante Ergebnis, weil jemand von mir wissen wollte, was mit diesem Video auf sich hat, wo eine Ärztin behauptet haben soll. Dass die Demonstranten 2014 von den gleichen Schützen erschossen wurden wie die Polizisten, also es Agent Provocateurs gab. Und ich denke, das konnte ich adäquat beantworten. Und diese Frage wäre eben ohne solche Spenden niemals äh, beantwortet worden. Dies nur als kleiner Hinweis und sie unterstützt, sie können damit dafür sorgen, dass Ihre eine besonders interessante Frage von Ihnen nach oben geschoben wird. Und gleichzeitig sorgen Sie natürlich dafür, dass Sie den Kanal auf diese Art und Weise unterstützen. Denn dieser Kanal ist. Nur möglich durch die Unterstützung von Zuschauern wie Ihnen. Mein herzliches Dankeschön an jeden, der bereits unterstützt. Und wenn auch Sie unterstützen möchten, finden Sie die Möglichkeiten in der Beschreibung. Sie können natürlich auch unterstützen durch Gefällt mir. Je höher die Gefällt mir Zahl ist, desto besser für den Algorithmus, durch Kommentare hinterlassen. Gerade im Wort dann anschließend, also Video on Demand, wenn der, der Livestream vorbei ist. Und natürlich äh, abonnieren, Glocke anklicken, Freunden und Bekannten weiterempfehlen. All das hilft dem Kanal auch ohne, dass Sie einen Cent in die Hand nehmen müssen. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Es gibt einige Videos, die zeigen, wie die Ukraine T72. Panzer für indirektes Feuer gleich Artillerie einsetzt. Ist das sinnvoll und hat das Wirkung? Ist das eine neue Taktik? Absolut nicht neu. Wir haben das aus dem Zweiten Weltkrieg. Da sind Kampfpanzer ebenfalls dafür eingesetzt worden. Gerade natürlich auch, äh, ich weiß, Videos von Sherman. Und dabei reden wir nicht nur von Sherman Calliope, glaube ich, wird das ausgesprochen. Das ist eine, äh, das ist eine Version, wo der klassische Sherman-Panzer, ich zeige es Ihnen hier mal, oben einfach drauf noch Raketenwerfer hat. Kann man hier wunderbar sehen. Äh, hier werden einfach Raketenwerfer wurden oben auf einem Gestell angebracht, übrigens sehr geschickt gemacht, denn dies war hier mit einer Stange mit dem Kanonenrohr verbunden. Das heißt, durch das Anheben und Senken des Rohrs hat man gleichzeitig den Winkel dieser Raketen eben geordnet. Und damit wurden die zu einer Art stalin von der amerikanischen Seite. Das war nicht nur hier, das war jetzt natürlich ein Sonderfall, weil damit hat man de facto einen Panzer in tatsächlich ein Artilleriegeschütz verwandelt in seiner tatsächlichen Funktion. Aber auch ein, Geschuss, ein Beschuss mit, mit den normalen Kanonenrohren, das ist keine Seltenheit. Es ist, jetzt nicht, es ist jetzt nicht die Regel, dass man das macht, aber es kommt immer wieder vor. Und zwar seitdem Panzer weit genug schießen können im Prinzip und übrigens auch bei vielen anderen Geschützen. Es gibt zum Beispiel, man, kann auch, man konnte auch die deutsche 8.8 Flak, die berühmte 8.8, die war ebenfalls als leichtes Artilleriegeschütz einsetzbar, dass man ebenfalls mit ihr indirektes Feuer macht. Ähm, wie ist das sinnvoll und hat das Wirkung? Also es ist nichts Neues und es sind 125 mm Sprenggranaten und dann ist nur noch eine Frage der Feuerleitung. Und ein Panzer ist ja darauf ausgelegt, auf tausende Meter, mehrere tausend, mindestens 2000, unter perfekten Bedingungen, theoretisch durchaus auch 4.000, 5.000 Meter, genau zu treffen. Zumindest mit, mit, zumindest mit APFSDS. Das heißt, auf 8 bis 10 Kilometer müsste, die, müsste eine Panzer, eine Sprenggranate, eine vernünftige Genauigkeit haben, dann ist es nur noch eine Frage der Ziel, des Ziels, der, des Feuerleitens. Und hier vermute ich jetzt, jetzt rate ich, ich würde mal ja, mal interessant, ob die deutsche Bundeswehr das ihren Panzerfahren beibringt, aber an sich ist es Ballistik. Es muss irgendwo Ballistiktabellen geben. Und da steht: in Rohrerhöhung so und so viel Grad schießt eine, eine Sprenggranate, Typ, so und so, aus der Kanone Typ so und so, so und so weit. Es gibt also Listen. Ob die unbedingt jeder Panzersoldat an Bord hat, das weiß ich nicht. Das wäre interessant von aus Sicht. Der, der deutschen Panzersoldaten, ob sie sowas haben. Aber wie gesagt, das ist keine Kunst, gar nicht. Das ist einfache Mathematik und die bestehen. Die Daten sind vorhanden, die müssen vorhanden sein. Und dann ist es nur noch eine Frage. Das heißt, wenn man weiß, das Ziel ist 7350 Meter weg, dann kann ich auf irgendeiner Tabelle nachrechnen, in irgendeinem Rechner und dann sagt mir das so und so viel Grad Rohrerhöhung. Und dann habe ich im Idealfall noch eine kleine Drohne, eine DJI, glaube ich heißt sie, drüber. Die mir dann sagt, nee, es war 100 Meter zu lang und dann mache ich eben diese minimale Rohrabsenkung, Roh dann habe ich eine Chance anschließend zu treffen. Also damit zu treffen, sollte auf gewisse Distanzen nicht unbedingt unmachbar sein. Also das ergibt Sinn, wenn ich mehr als genug Sprengmunition habe und aus welchen Gründen auch immer nicht die an der Front im direkten Beschuss einsetzen will, weil die Truppenkonzentration, weil der Feind zu viele Panzerabwehrraketen hat weil der Feind irgendwo in den Wäldern eigene Kampfpanzer hat, die den eigenen dann vernichten würden. Was mache ich dann mit dem eigenen Kampfpanzer? Wenn ich genug Sprengmunition habe, warum nicht? Ich meine, soll ich den dann verstecken die ganze Zeit, wenn er nur in Reserve ist? Also ergibt Sinn, lässt sich, es lässt sich damit zielen mit etwas Hilfe, ist alles, alles lösbar. Ähm, das, sollte, das sollte absolut im Rahmen des, des äh, Möglichen sein. An dieser Stelle bedanke ich mich bei TR. Gut, dass wieder Dienstag ist. Hier meine Spende sinnvoller investiert als bei Netflix. Vielen Dank für die dauerhaft sehr guten Beiträge. Vielen Dank für die lieben Worte TR und danke für die Unterstützung. Genauso wie Tanteju, auch Ihnen. Vielen Dank für die Unterstützung. Kalte Hundeschnauze, kalte Hundeschnauze, auch ein schöner Name. Vielen Dank für die Unterstützung. Genauso Andreas Nord-Nordwest. Vielen lieben Dank für die Unterstützung an ihre Stelle. Äh, laut mh, Minus Russ haben die Russen bereits 85% ihrer Panzer verloren. Ist diese Zahl realistisch und würde das nicht bedeuten, dass die Russen in ca. zwei Monaten ohne Panzer dastehen? Äh, ich muss ehrlich sagen, Minus Russ kenne ich nicht. Ich vermute mal, dass das eine Zahl ist, die auf den ukrainischen Generalstab zurückgeht. Äh, die beste Zahl ist und bleibt Oryx. Da wird nicht 100% erfasst sein, aber wir können mit 70 bis 85% realistischerweise rechnen. Also rechnen Sie einfach mal. 20, 30 Prozent drauf. Äh, Oryx. Haben wir hier ähm, die, die genauen Zahlen, was eben vernichtet wurde. Und die das sind die tatsächlichen Zahlen. Und hier haben wir 1445, die zerstört, die ausgefallen sind. Hier haben wir zerstört 830. Erbeutet 497. Von den 497 werden realistischerweise eine Handvoll zurück an die Russen gefallen sein. Von den aufgegebenen kann Teil wieder in russischen Händen sein. Von den beschädigten kann Teil repariert worden sein. Das sind aber Bildbelege. Das heißt, die Zahl ist sehr nah an der Realität, allerdings von unten sehr nah. Das ist nicht 85 Prozent. Das ist ein wesentlicher Teil der russischen Kampfpanzer, die für den Einmarsch benutzt wurden, sind zerstört. Ja. Nicht aber des gesamten russischen Kampfpanzerbestandes, denn wir sehen hier bereits 34 T62M. Hier haben wir nochmal 6MV. Das heißt, wir haben hier alleine 40 T62. Kein einziger T62 ist mir bekannt, dass er eingesetzt wurde am 24. Februar. Das heißt, das sind bereits Kampfpanzer, die aus Depots kommen. Depots gibt es, äh, es gibt Tausende. Ich glaube, die offiziell genannten Zahlen waren 12.000 Kampfpanzer im Depot zu Beginn des Krieges. Ich weise immer wieder darauf hin. Das muss man mit Einschränkungen sehen. Zum einen ist eine realistische Möglichkeit, dass noch ein Stück weit mehr ist, weil meines Wissens nur die westlich des Urals gemeldet werden müssen. Dann ist aber die, der nächste große Punkt die Einsatzbereitschaft. Ein Panzer, der in, auf dem Papier steht, ist noch lange nicht korrekt. Ich habe es gibt ein sehr lustiges Bild von einem Flugzeugfriedhof in Arizona. Arizona Boneyard Tornado. Das ist sehr. Genau. Hier, irgendwo habe ich mal gelesen, in irgendwo, dass die, dass die, das sei eine Bundeswehr-Tornado, der hier irgendwie abgestellt sei. Nun ich würde jetzt mal nicht vermuten, dass der hier noch auf den, im aktiven Bestand ist. Aber wenn man so etwas natürlich in seinem Buchbestand hat, dann hat man einen weiteren Tornado, der auf, einer, auf einem Depot irgendwo steht. Aber Sie können sich denken, dieses Ding wird nie wieder fliegen. Jetzt muss es nicht in diesem Zustand sein. Das kann, die Kampfpanzer können in besseren Zustand sein, aber Sie sehen, es besteht so ziemlich die Möglichkeit, dass zwischen diesem, diesem Zustand und voll einsatzbereit frisch gewartet, alles frisch repariert, Ersatzteile ausgetauscht, die gesamte Bandbreite sind bei den Kampfpanzern, die im Depot sind, vorhanden. Zwischen Schrottwert, man muss es praktisch von vorne aufbauen, ich meine, es ist ein Flugzeug, Aluminium etc., dünn, ein Panzer aus festem Stahl, den kann man zumindest den Stahl. Die Panzerung in guten, mit guter Wahrscheinlichkeit neu benutzen. Aber Sie sehen, die, die äh, realistischerweise geht den Russen so schnell der Panzer nicht aus. Es gibt Hochrechnungen, wo sie, wonach sie zumindest noch ein Jahr oder sowas reichen. Auch da kann man wieder, wie gesagt, die Zahlen sind, das sind alles Hochrechnungen aus dem Westen, wo Leute mit völlig unzureichenden Datenmengen arbeiten, um etwas präsentieren zu können. Ich will diese Arbeit nicht schlechtreden. Nur weil ich habe sie nämlich nicht gemacht. Also, ich will jetzt nicht auf andere, äh, andere Arbeit schlecht machen, die fleißig waren, die im Zweifelsfall, es gibt Kanäle, die kaufen dann teilweise Satellitenaufnahmen und so weiter und so fort. Das will ich nicht schlecht reden. Nur der Punkt ist, die können nur mit einer beschränkten Datenmenge arbeiten. Und selbst nach dieser beschränkten Datenmenge reichen die Panzer noch ungefähr, glaube ich, ein Jahr, ein Dreivierteljahr bei der aktuellen Verlustrate. Aber da ist jetzt zum Beispiel nicht eingerechnet, keiner hat eine Ahnung, wie viele Kampfpanzer in Hallen stehen oder standen. Wissen wir nicht. Äh, die Hallen könnten theoretisch noch voll sein. Keiner weiß, keiner weiß äh, wie viel noch in irgendwelchen kleinen Depots irgendwo sind, wie viel irgendwo in der Heide noch herumrostet. Also, dass 85 Prozent aller Kampfpanzer äh, zerstört sind, ganz klar nein. Ganz ausdrücklich nein. Ähm, Le Manson, vielen lieben Dank für die Unterstützung. General Kartoffelsalat AD ebenfalls. Ich danke Ihnen für die Unterstützung und der heilige Ofenkäse verschenkt fünf Mitgliedschaften. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ich hoffe, die haben sich die Beschenkten haben sich bedankt. Vielen lieben Dank. Äh, was halten Sie von der Nachricht, dass Armenien und Kasachstan Kühlschränke und äh, WM Waschmaschinen wahrscheinlich importieren und diese an Russland geben, damit dort mit Hilfe der verbauten M-Chips Waffen produziert werden können? Ich habe jetzt mehrfach davon gelesen. Ich kann es leider nicht beantworten. Ähm, die Chips, wir wissen alle, dass heute irgendwie die Taschenuhr, die, die Taschenuhr, einen, einen leistungsfähigeren Rechner hat, als man damals zur Verfügung hatte, um auf den Mond zu fliegen. Diese Zahlen hat jeder schon gehört. Aber kann ich wirklich aus einer Waschmaschine Chips ausbauen und die irgendwie nutzen, um einen Marschflugkörper zu, eine Steuerelektronik zu nutzen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann sagen, es gibt Artikel, die genau das behaupten. Mehr kann ich leider nicht sagen. Ich weiß es leider nicht. Fehlt mir leider komplett die Kompetenz, und hier statt hier, statt hier Unsinn zu erzählen, irgendwas zu erfinden, sage ich es lieber offen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich lese es überall. Es wird überall behauptet, ja, ja, sie klauen Chips und es gab die, gibt es ja eigentlich so seit drei, vier Monaten im Krieg rein, gibt es die Meldung, dass Waschmaschinenchips dafür verwendet worden seien. Es gibt Leute, die das vehement bestreiten und sagen, das sei unmöglich und andere wiederum behaupten, es gehe. Ich kann es nicht beurteilen, es ist leider außerhalb meines Kompetenzbereichs. Entspannung aus Holland von Holly Andy, vielen Dank für die Unterstützung. Magst du nicht auch einmal ein Video-QA über die Situation mit China machen? Äh, Video. Muss ich endlich machen. Ich habe auch gerade wieder neue Informationen gesammelt. Vielen Dank für Steve Choinaki für die Unterstützung. Ich habe auch gerade wieder neue Informationen in der Region. Zum Beispiel haben wir jetzt hier so etwas, dass Japan jetzt, das habe ich vorher noch gesammelt, hier, das soll alles für, dafür verwendet werden, dass Japan seine Exportbeschränkungen verringern will. Und es wird sogar debattiert, an verbündete Waffen abzugeben, ohne. Bezahlung, also dass Japan sozusagen einsteigt in das Feld der Militärhilfe, äh, es rechtfertigt auf jeden Fall einen neuen Lagebericht. Nicht akut, aber es gibt eine Menge neuer Informationen in der Situation, wenn man grob auf dem Laufenden bleiben will. Ich hoffe, dass ich zeitnah dazu komme, aber mehr kann ich leider nicht sagen. QA muss ich dann mal schauen, denn wir haben irgendwo, habe ich auch Grenzen meiner Kompetenz. Aber ich meine, theoretisch kann man es ja probieren. Und wenn ich bei 70 Prozent der Fragen sage, keine Ahnung, dann wissen wir, dass es das vielleicht nicht mehr viel Sinn ergibt. C. Wachtel, vielen Dank für die Unterstützung. Auf der Seite des ukrainischen Militärs wird behauptet, die Russen greifen völlig unabgestimmt mit den Nachbareinheiten an. Glaubhaft? Bedauerlicherweise ja. Also Sie wissen, ich ich äh, macht kein Geheimnis daraus, auf welcher Seite dieses Krieges meine Sympathie herrscht. Aber hier sehe ich halt, was wir von russischer Seite haben, ist teilweise halt grandiose Inkompetenz und es tut weh, die sich anzuschauen. Ich, ich, äh, ich spreche auch Positives auch, wenn ich sehe, Sie haben es gerade mitbekommen im Lagebericht über novakachowka wenn Sie dort Sprengladungen anbringen zum Beispiel, das halte ich für ein sehr kompetenten, kompetentes Vorgehen. Aber wir haben in der Tat Meldungen, dass äh, auch was die Verluste angeht dass die Russen ihre Soldaten Leben wegschmeißen, als ob die wertlos seien. Und ich, ich kann das nicht oft genug betonen, egal auf welcher Seite sie in diesem Konflikt stehen, das ist in meinen Augen klar ein Verbrechen an den, an den russischen Staatsbürgern und an den russischen Soldaten. Dazu kommt natürlich noch dazu, dass wir Einheiten außerhalb der regulären Befehlsstrukturen haben. Die Wagner-Leute sehen, werden wohl überhaupt nicht vom russischen Verteidigungsministerium kontrolliert. Die erhalten wohl keine Befehle, sondern die führen ihren Privatkrieg. Dazu ist die Frage, wie weit die Koordination zwischen den beiden Volksrepubliken klappt. Auch das ist unklar, äh, wie weit die beiden sogenannten Volksrepubliken im russischen Militär tatsächlich befehligt wurden. Die waren, glaube ich, ein Armeekorps zusammengestellt und man würde erwarten, dass die ein Teil der normalen Befehlsstrukturen sind. Aber ich habe zum Beispiel über. Über die Richtung hier bei Bachmut, da hieß es, dass die Russen ständig, ich habe es nicht so genau verstanden, also ich habe vermutet, es liegt daran, da hieß es irgendwie, Wagner greift an und die, Russen, die russische Armee muss die gesamte Zeit Einheiten hin und her schieben. Und mir, war, mir ist nicht ganz klar, was das zu bedeuten hat. Das könnte in diesem Fall sein, dass sozusagen, wenn Wagner angreift, schieben sie Truppen herum und dann sind, ist die Wagner-Einheit aufgerieben, dann müssen sie wieder Truppen herumschieben oder sowas. Also das deutet sehr viel auf ein völliges Chaos auf der russischen Seite hin. Und das natürlich nicht einfacher wird dadurch, dass man eine Privatarmee hat und die, die Kadyrovzi scheinen ebenfalls, zumindest teilweise, außerhalb der normalen Befehlsstrukturen zu sein. Das erleichtert es natürlich nicht. Das ist klar. Dirk Duisburg hat eine Frage gestellt. Äh, danke für die Unterstützung. Die Frage dürfte in Kürze ja sicherlich auftauchen. Ralf Schulteis, auch hier die Fragen mit, auch im Superchat, bitte mit Hashtag Frage stellen, dann werden die aufgenommen. Ähm, Ralf Schulteis, vielen Dank für die Unterstützung. Wie können die Ukrainer wissen, dass die Russen unterirdische Sprengladungen anbringen? Wie gesagt, findet ja, wenn unterirdisch nicht sichtbar statt, Spitzel. Ja, davon ist auszugehen. Theoretisch könnte noch irgendwie aus der Ferne beobachtet werden mit irgendwelchen Drohnen, das ist aber unwahrscheinlich. Satellit wäre zumindest denkbar, aber auch nicht besonders wahrscheinlich. Das Realistische ist es Spitzel. Es gibt immer wieder Behauptungen, danke lieber Junge, immer wieder Behauptungen, dass die... Dass die, ähm, dass von Seiten des FSB es äh, Überläufer gäbe, sich, das wird aber im Zweifelsfall auch durch die Ukrainer einfach behauptet, um die, die Russen zu demoralisieren. Denn in dem Moment, oh Jung, in dem Moment, wo, wo ähm, die Russen tatsächlich glauben, dass sie, dass die Ukrainer Spitzel bei sich in eigenen Kräften haben, schwächt es natürlich die russische Seite. Aber realistischerweise sind es Spitzel. Sonst gibt es für mich wenig Sinn, denn wir sind außerhalb der Sichtweite, ähm, außerhalb einer direkten Sichtweite. Also würde ich davon ausgehen, dass dies Zivilisten sind oder sogar äh, Spione, Spezialeinheiten, was auch immer. Irgendetwas im Hintergrund dieser Art. Holly, Andy Hammelklopfen im Hintergrund, endlich arbeitet mal jemand für, auf diesem Kanal. <laughs> Alles klar. Danke für die Unterstützung. Zumindest gibt es in Panama noch Handwerker. Ich suche immer noch. Tatsächlich äh, bin ich der einzige Auftrag, den der, den der Bauunternehmer hier haben konnte. Die sind hier kollabiert gerade. Also hier sieht es bald wahrscheinlich nicht mehr besonders gut aus. Danke für die Unterstützung, Holly, Andi. Es war zweimal, Holly, Andi. Ein Geheimdienst. Agiert ja normalerweise, wie der Name schon sagt, im Geheimen. Warum kooperiert der britische Geheimdienst denn so stark mit der Öffentlichkeit, mit den Medien? Das ist eine Entscheidung, die wir schon vor dem Krieg gesehen haben, auch von amerikanischer Seite. Die Amerikaner haben über Monate offen herausgetragen: Wir wissen, die Russen greifen an. Die greifen in Kürze an. Die Absicht, das ist eine, eine doktrinäre Entscheidung bei amerikanischer Seite gewesen: Man wollte damit die Öffentlichkeit bereits einnorden. Und gleichzeitig konnte man auf diese Art und Weise natürlich die Erfolgsaussichten von Falls Flag-Angriffen negieren. Sie haben es immer noch probiert, die Russen, sie erinnern sich daran, ich glaube, einer der Puschilin oder irgend sowas. Auf den soll angeblich ein Anschlag verübt worden sein. Allerdings waren die Leute zu geizig, die haben zwar das Nummernschild von seinem Auto genommen, aber sie haben es auf einen irgendeinen uralten Lader geschraubt, sodass am Wrack noch klar zu erkennen war, dass das Nummernschild zwar stimmt, aber nicht das Auto, weil er seinen schicken Neuwagen eben nicht sprengen lassen wollte. Also, sie haben auch dort noch false flag angriffe versucht. Das war im Vornherein. Jetzt ist es so: der britische Geheimdienst ist, ähm, hat ja gewisse Aufgaben. Und wenn die Regierung entscheidet, dass es im Interesse der Allgemeinheit ist, im, im, im britischen Interesse, dass die Informationen veröffentlicht werden, das ist eine einfache Entscheidung. Wir haben es aber auch so schon, dass, der Bundes dass zum Beispiel in Deutschland gibt es auch äh, ab und an mal die Nachricht, dass der Bundesnachrichtendienst dieses und jenes gesagt hätte. Der gibt vielleicht seine, seine Einschätzung im Geheimen an die Regierung weiter, aber die Regierung entscheidet, was davon geheim bleiben muss. Und das tut sie nach eigenen Maßstäben. Und in diesem Fall wird offensichtlich, äh, besteht ein Interesse. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Da können sie natürlich wieder, da kommen wir wieder daran, ob man pro-Russisch oder pro-ukrainisch ist. Wenn man pro-Russisch pro ist, wird man wahrscheinlich behaupten, das ist einfach erlogen. Das ist, ist dann natürlich der, der Zusammenhang hier. Zehn verschenkte Mitgliedschaften von 9466, vielen lieben Dank erneut für verschenkte Mitgliedschaften, aber das sind auch, ich glaube, ähm, andere davor haben auch immer wieder neu, äh, auch, haben es auch früher schon gemacht, ich muss jetzt, ich sollte wahrscheinlich nicht immer Namen nennen, wenn ich da ein paar vergesse, das ist ein bisschen unhöflich, aber ich hoffe, bei Ihnen hat man sich bedankt und vielen Dank für die Großzügigkeit. Andrea Deutschmann, herzlich willkommen, ebenfalls als Neumitglied, genauso wie Funbreak, ebenfalls herzlich willkommen und danke für die Unterstützung. Als jemand, der nicht gedient hat, fällt es mir schwer, die Namensgebung von Regimentern, Brigaden nachzuvollziehen. Zum Beispiel 34. Separate Motorized Rifle Brigade. Können Sie das erläutern? Tradition Tradition zu einem guten Teil? Teilweise, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich frage es mich manchmal selber auch. Denn wir haben heute zum Beispiel, gibt es die 10. Panzerdivision in der Bundeswehr, aber es gibt nur eine. Das ist halt eine historische Einheit und man löst ja eine Einheit, wenn man Einheiten auflöst, löst man die ja nicht von oben herunter aus. Das heißt ja nicht, wir haben zehn Panzerdivisionen, wir verkürzen jetzt auf 9, also wird die 10. aufgelöst. Nein, man löst irgendeine auf, die halt in der Planung verschwindet durch Standorte oder ähnliches. Und so bleiben halt dann manche Einheiten übrig. Bei den Russen werden sehr viel traditionelle Einheiten sein. Das heißt, wir haben Einheiten, die wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Das dürfte ein Faktor mit sein, der eine Rolle spielt. Und dann kommt es eben dazu, wenn wir jetzt haben die 34. motorisierte Schützenbrigade, die, die 33 darunter, davon mag es nur noch 10 geben, aber die anderen hat es wahrscheinlich vorher schon mal gegeben. Und dann spielen wieder andere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel im Dritten Reich gab es dann, glaube ich, 300. Infanteriedivision oder 500. oder sowas. Dann fängt man bei runden Hundertern an weil man äh, für die Neueinstufung, äh, für Neuaufgestellte, fängt man bei runden Nummern an. Wenn es ein 500. oder ein 300. Jagdgeschwader gibt, heißt es nicht, dass, dass es tatsächlich das 300. ist, sondern es kann dann auch sein, dass man die aufstellt, also dass das doktrinär wieder begründet ist. Also teilweise ist es ein bisschen Chaos. Da dürfte theoretisch besteht noch eine dritte Möglichkeit, die ist eigentlich nur in Kriegszeiten relevant, dass man den falschen Eindruck erwecken will. Denn wenn im Funkverkehr zu hören ist, die 753. Division ist dort, dann könnte der Gegner ja theoretisch denken, man hat 753. Division. Und so vers spielen verschiedene Faktoren mit rein, aber da bin ich alles andere als ein Experte. Ich habe es nur selber beobachtet, logischerweise seit sehr langer Zeit und kann Ihnen daher bestätigen, dass es mit fortlaufenden Nummern, noch nicht einmal mit fortlaufenden Nummern, eine klare, eine klare ähm, Logik gibt. Dazu gibt es historische Einheiten. Wir haben zum Beispiel Kavalleriebrigaden, Kavalleriedivisionen auf, auf amerikanischer Seite. Die haben keine Pferde mehr. Das sind historische Einheiten, die früher mal Kavallerie waren und dann eben meist zu Panzereinheiten wurden oder die heute mechanisierte Einheiten sind, etc. pp. Und so ist es, also Sie können. Normalerweise relativ zuverlässig, die, die den tatsächlichen Nutzen einer Einheit erkennen an ihrer Bezeichnung. Eine motorisierte Schützenbrigade hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der russischen Doktrin folgen, die eine Ausstattung einer motorisierten Schützenbrigade bedeutet. Das heißt, die haben vermutlich eine Kompanie Panzer. Ich glaube, die haben alle eine. Sie haben vermutlich diese Anzahl an Schützenpanzern etc. pp. Aber ansonsten ist da sehr viel Chaos. Wie gesagt, da bin ich alles andere als ein Experte. Ich beobachte es selbst, aber ähm, habe mich nie in das Thema detailliert eingearbeitet. Äh, Stefan Siepermann gleich zweimal für ein Bier für die Handwerker. Nee, die sollen bitte nüchtern arbeiten. Ich will, dass die Wände gerade sind. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Äh, halten sie es für möglich, dass sich zukünftig in belarus ähnliches abspielt wie in der ukraine? wäre nicht undenkbar. dass die weißrussen ähnlich entwickeln könnten wie die ukrainer? Äh, wir, haben, wir haben in der vergangenheit darüber gesprochen. solange russland stark genug ist, lukaschenko zu unterdrücken, äh, zu unterstützen, dürfte lukaschenko weiter in der macht bleiben können. wenn die russen nicht mehr stark genug sind, dann dann sind sie auch nicht mehr stark genug weißrussland ernsthaft zu bedrohen da ich erwarten würde dass eine opposition weißrusslands sehr schnell ein bündnis mit der ukraine eingehen würde denn die ukraine da gibt es jetzt keine illusionen mehr da ist russland der erzfeind jetzt das heißt wenn und zwar ein bedrohlicher denn selbst wenn die ukraine diesen krieg gewinnen sollte und es sieht nicht schlecht aus an der front aber wir sind weit davon entfernt dass der krieg gewonnen wäre dies ist nur zur erklärung und das sollten wir nie vergessen der Krieg ist begonnen, ist zu Ende, wenn er zu Ende ist, nicht vorher. Selbst wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein nächster Krieg wieder folgen wird. Der kann in 30 Jahren sein. Aber theoretisch zumindest besteht die Gefahr und wenn in einer solchen Situation Weißrussland von einem Feind zu einem Verbündeten werden kann, dann sollte die Ukraine zumindest die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen. Das wäre die logische Konsequenz, das wäre das, was sinnvoll wäre. Von der ukrainischen Seite, wie man handeln sollte, ob dies das heißt, dass wir vergleichbares direkt sehen, halte ich daher für unwahrscheinlich. Der wir müssen ja auch so sehen, dass hier ein Krieg stattfindet aktuell, ein heißer Krieg liegt daran, dass die NATO dank Macron und Merkel die Ukraine nicht aufgenommen hat. Man hat die Ukraine bezirzt, man hat sie umgarnt, ihr den Anschluss am Westen ermöglicht, aber dann sehr auf Distanz gehalten. Das heißt, man hat Russland die Gefahr. Eine NATO-Ukraine gezeigt, ohne die NATO die NATO die Ukraine dazu verführt, sich in Richtung NATO zu orientieren, dass sie das als echte Alternative sah, dann sie aber nicht aufgenommen. Das heißt, man hat die Ukraine ins offene Messer laufen lassen, seitens des Westens. Das kann man auch, das muss man auch offen sagen. Es wird ja gerne mal gefragt, was wurde an Fehlern gemacht im Westen. Und da warten dann Leute im Idealfall, dass ich irgendwas erkläre, der Westen war böse. Nee. Der Westen war dumm. Wenn man die Ukraine bezirzt, dann muss man sie so schnell wie möglich aufnehmen und vollendete Tatsachen schaffen. Denn der Krieg jetzt wäre niemals nötig gewesen. Entweder hätte man von vornherein entscheiden müssen, nein, wenn wir die Ukraine aufnehmen wollen, gibt es Krieg und das Risiko gehen wir nicht ein. Oder man hätte entscheiden müssen, okay, wir nehmen sie auf und zwar so schnell wie möglich und verhindern damit einen Krieg. Dieser Krieg jetzt ist natürlich. Eine, eine Mitschuld des Westens. Die Russen haben ihn begonnen. Die Russen sind der Aggressor. Aber wenn der Westen alles richtig gemacht hätte, gäbe es diesen Krieg meines Erachtens nicht. Und in der, in, ich hoffe mal inständig. Man sollte nie auf, darauf vertrauen, dass Politiker dazu lernen können. Aber ich würde mal inständig darauf hoffen, dass man einen solchen Fehler mit Weißrussland nicht wiederholt. Das heißt, wenn Weißrussland seine Regierung los wird und sich Richtung Westen orientiert, dann wird, würde ich erwarten, dass man entweder sagt, nein. Wir nehmen euch nicht oder sagt, okay, ihr seid ab sofort unter Schutz, dass am nächsten Tag die polnischen Panzer über die Grenze fahren, weil sie von der Regierung eingeladen wurden, um die, um Weißrussland zu beschützen. Das zumindest wäre die Hoffnung und die Erwartung, dass es hier schlau genug laufen würde, um, um ein solchen, solches Ergebnis da zu haben. Und dann hätten wir keine Wiederholung der Ukraine. Also aus genannten Gründen, denn noch einmal den gleichen Fehler wird man hoffentlich nicht machen. Guardian of the Blind, weiter so und Grüße aus Deutschland, Metal Forever. Äh, danke für die Unterstützung. Christian N. Wolz, vielen Dank für die äußerst informativen Content. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und Volker Klein unterstützt. Vielen lieben Dank an Sie. Und Inequality, die, der beste Panama-Kanal, den ich kenne. Die 10 Euro, damit die Handwerker mal 30 Minuten weg sind und sich einen lebercast semmel holen. Es gibt hier tatsächlich Lebercast. Es gibt in der Stadt einen Metzger, der in Österreich gelernt hat und sogar passabel Deutsch spricht dadurch. Walter Meyer. Nicht perfekt, nicht wie der großartigste deutsche Metzgermeister, den es gibt, aber sehr ordentliche Bratwürste, Leberkäse, Leberwurst bekomme ich dort. Danke. Vielen Dank für die Unterstützung. while hat sich die ukrainische Flugabwehrfähigkeit, insbesondere im Hinblick auf Raketen, in den letzten ein bis zwei Monaten ihrer Meinung nach signifikant durch die Waffenlieferung verbessert. Was sind Raketen? ballistische Raketen gar nicht. Ich sehe nicht, dass es eine realistische Chance gäbe. Nasams und Iris Team mögen eine geringe Chance haben, eine ballistische Rakete abzuschießen, aber eine wirklich sehr geringe. Das andere, was geliefert wurde, Hawk ähm, sind noch nicht geliefert, werden geliefert. Ich glaube nicht, dass dies überhaupt können. Da mag ich falsch sein, aber auch dort keine nennenswerte Gepard. Nee, das heißt, gegen ballistische Raketen sehe ich keine nennenswerte Verbesserung. Gegen Marschflugkörper, wenn, wenn Sie das meinen. Ja, da ist NASAMS und IRIS-T gehören zu dem Besten, was verfügbar ist. Und beide sollten an sich nicht in Munitionsprobleme geraten. Das heißt, wir haben hier eine, eine Situation, die ein Stück weit neu ist. Wenn der Westen nicht schläft, dann sollte ja eigentlich der Ukraine über genug äh, Raketen für diese beiden Systeme, sollten genug äh, Flugabwehrraketen geliefert werden können, können für diese beiden Systeme. Bis der Krieg zu Ende ist. Äh, Hawk dürfte es ähnlich aussehen, wenn die Zahlen halbwegs stimmen, aber die sind ja wohl noch nicht da. Was ballistische Abwehr angeht, da haben sie die S300V, die haben sie aber seit Kriegsbeginn und von denen haben sie sehr wenige. Die ist wohl passabel gegen ballistische Raketen und da ist nicht die, da frage ich mich, wie viel Munition davon überhaupt noch da ist. Und die anderen S300 haben eine sehr geringe Fähigkeit, gegen ballistische Raketen zu wirken. Das war's aber. Also, da hat die Ukraine keine wirkliche Flugabwehr gegen ballistische Raketen. Keine, keine wirklich starke. Wie bewerten Sie, dass Prigozhin öffentlich zugab, dass Russland sich in andere Wahlen eingemischt hat? Was hat das für politische Konsequenzen und warum tat er es zu diesem Zeitpunkt? Ich denke, ich habe es beantwortet. Er will das heimische Publikum zeigen, wir sind mächtig und ich bin auch involviert. Und die, was den Westen angeht, kann er nur gewinnen. Ich meine, wir wissen alle, wer, der Wahrscheinliche, wer wahrscheinlich den Vorwurf des Russland, der Russl russischen Unterstützung, äußert. Das haben wir in der letzten Präsidentschaft gesehen. Wenn heute Abend die Republikaner beide Häuser gewinnen sollten, wird es definitiv Stimmen seitens der Demokraten geben, die sagen, das ist, weil die Russen manipuliert haben. Das, das ist so, eigentlich fast so sicher wie es Abend in der Kirche. Die Frage ist nur, auf welchem Niveau werden diese Stimmen kommen? Wird es der Präsident sagen? Wird es Nancy Pelosi sagen? Oder sagt es irgendein Hinterweltler oder irgendein kleiner äh, Kommentator im Fernsehen? Rein theoretisch ist es auch von republikanischer Seite denkbar. Allerdings ist es da a, unglaubwürdig, denn Biden macht gerade eine Menge gegen, gegen die Russen. Warum sollten die Russen Biden unterstützen? Während zumindest eine gewisse Hoffnung besteht, dass es beim Internet Probleme gibt. Ja, zumindest eine gewisse Hoffnung bestehen könnte, dass die, dass die Republikaner vielleicht die Unterstützung für die Ukraine einschränken. Daher würde es da wenig Sinn ergeben, aber zumindest theoretisch wäre es auch denkbar, dass die Republikaner das nutzen. Wahrscheinlich ist natürlich, dass die, dass die Demokraten das nutzen und jede solche Kritik unterminiert natürlich die Glaubwürdigkeit der Wahl. Und was ist eine demokratische Wahl wert, wenn sie glauben, das wird A. Sie ändert nichts und B, sie, sie ist manipuliert. Dann, dann wird das Fundament Amerikas angegriffen. Denn das ist eine riesige Gefolgs Erfolgsgeschichte gewesen, die, die amerikanische Demokratie oder die amerikanische Republik. Ist ja eine Republik. Das ist eine riesige Gefolgs Erfolgsgeschichte. Wenn Russland es schaffen sollte, das zu untergraben, dass Leute sagen, die Wahlen gelten nichts mehr. Und da hat natürlich der letzte Präsident seinen Anteil gehabt daran. Das wäre ein strategischer Erfolg der, der, ähm, der Feinde der Amerikaner. Denn in dem Moment, wo, wo die Amerikaner ihren Wahlen nicht mehr glauben und sinkt die Unterstützung für den Präsidenten, beginnt das Land, sich selbst zu zerreißen. Also das ist, das ist so zu sehen. Trigoshin erwähnt es einerseits, äh, ihn nach Russland gerichtet, um als starker Spieler dazustehen, und andererseits auf, äh, entspricht es natürlich strategischen Interessen der, der Russen. Den Westen zu schwächen und natürlich die USA zu schwächen. Und Kosten entstehen dabei ja kaum. Wenn man, wenn man den Medien gegenüber erklärt, ja, wir manipulieren Wahlen, was kostet es die Russen? Nichts. Wenn man tatsächlich irgendwo ein paar Facebook-Anzeigen schaltet, kostet es ein paar hunderttausend. Im Großen und Ganzen ist es auch nichts wert. Nee, kostet es auch nichts. Also, das ist, das ist in der Tat, ähm, ich, so würde ich das einschätzen. Ziehen Sie es in Betracht. Nach Beendigung des Putin-Krieges ein Buch zum Krieg veröffentlichen, inklusive Kriegsverlauf, einzelne Schlachten, Taktik, Propaganda, Fehler. Da hätte ich wahrscheinlich deutlich sinnvoller vorarbeiten müssen, denn ich hätte mir jeden Text, den ich gemacht habe, jeden Stichpunkt, hätte ich mir wahrscheinlich notieren müssen. Ich hätte de facto das Buch während des Krieges vorbereiten müssen. Ich hätte zu jedem Zeitpunkt die ganzen Quellen, die ich gefunden habe, die ganzen Belege, notieren müssen. Und das habe ich nicht. Das heißt, realistischerweise werde ich es wohl nicht tun. Und die andere Geschichte ist natürlich, für mich ist das, ich habe ja genug Bücher geschrieben. Ich weiß, dass für, für 98% der Buchautoren ist es ein Hobby, kein Beruf. Das heißt, aus rein, rein wirtschaftlicher Sicht, ein solches Buch, wenn ich das solide mache, selbst mit Vorbereitung, ist vier bis sechs Monate Vollzeit für eine solide Arbeit. Und jetzt überlegen Sie mal, was ich mit dem Buch verdienen müsste, um diese Arbeit zu rechtfertigen, weil ich ja in der Zeit nichts anderes arbeiten kann. Ich muss damit ja eine Altersvorsorge aufbauen, meine Rechnungen begleichen, ich muss äh, meine Krankenversorgung bezahlen. Alles müsste ich in, in. Und dafür verkaufen sich solche Bücher wahrscheinlich nicht, nicht viel genug. Also da bin ich schlicht zu der Ernüchterung gelangt, dass meine Bücher bislang waren ein Hobby Anders kann man es nicht sagen. Finanziell haben die sich nicht im Ansatz rentiert. Und da ich die Vorarbeit nicht gemacht habe, müsste das jetzt ein halbes Jahr mindestens Vollzeitarbeit sein. Und das, das halte ich für extrem unwahrscheinlich, dass ich ein Buch dazu schreiben würde. Theoretisch könnte ich natürlich jetzt auf mehr verkaufte Bücher hoffen, weil mein Name im Besonderen im Zusammenhang mit dem Krieg bekannter ist. Also vielleicht niemals nie sagen, aber ich halte es für nicht sonderlich wahrscheinlich. Wie ähm, gesagt, denn so ein Buch, wenn ich das schreibe, dann will ich das auf einem gewissen Niveau haben. Wenn ich hier jetzt in, in frage Antworten Fehler mache, ja, okay. Aber ein Buch, gedruckt mit Quellenangaben, das muss einwandfrei sein. Und das ist was ganz anderes als ja, ad hoc, wie ich es immer sage. Man kann schnell oder gründlich sein. Jeder, der, der, es muss jedem meiner Zuschauer, muss sich darüber im Klaren sein, dass hier ist schnell. Wenn ich über Frontverlauf, Frontentwicklung berichte, die vor, vor vier Stunden passiert sind, da kann ich nicht zehnmal überprüfen und in Archive gehen. Passieren Fehler, das sind unvermeidbar. Aber wenn ich drei Jahre später ein Buch schreibe, dann kann man eine gewisse Qualität erwarten und die kostet eine Unmenge Zeit. Und dann kommt das nächste Problem: ich spreche kein Ukrainisch und ich spreche kein Russisch. Das heißt, ich muss komplett auf Übersetzungen hoffen und auf Sekundärquellen. Ich werde so schnell werden auch die Informationen nicht bekannt geben. Selbst wenn die Ukraine den Krieg gewonnen hat, wird sie ihre operativen Pläne erstmal 30 Jahre im Archiv lassen. Von den Russen ganz zu schweigen. Und das alles gehörte eigentlich in ein gutes Buch zu, einem, zu so einem Konflikt mit rein. Also niemals, nie sagen, aber nicht so wahrscheinlich. Genau, wie es einer sagt hier gerade: Eile ist der Tod der Qualität. Äh, hat dieser, was hat dieser Krieg, was hat Russland dieser Krieg bislang gekostet, inklusive Verlusten? Ähm, die Zukunft. Ist die polemische und kürzeste Antwort. Ich habe ein Video darüber gemacht und dazu stehe ich nach wie vor. Was Russland an Material gerade verliert, ist sehr, sehr schmerzhaft und es wird sehr lange brauchen, um diese Verluste auszugleichen. Ob es das überhaupt kann, lässt sich irgendwann fragen. Denn ohne Exporte äh, kollabiert die russische Rüstungsindustrie. Die ist viel zu ineffizient, um allein russischen Bedarf decken zu können. Sie ist essentiell für Entwicklung und Stückpreise von Exporten abhängig. Und wie viel davon sie nach dem Krieg überhaupt noch exportieren kann, durch Sanktionen, durch Schaden, was Qualität angeht, durch ausfallende Zulieferer, ist eine sehr gute Frage. Über die Wirtschaft, dass Kunden im Westen wegfallen und zwar Weiterverkauf möglich ist von Rohstoffen, aber nur zu niedrigeren Preisen, also zu geringeren Gewinnen dass eine Million Menschen aus dem Land wahrscheinlich schon abgehauen ist, im besten Arbeitsalter, in der Regel recht gut ausgebildet. Ein Braindrain, von dem sich Russland so schnell auch nicht mehr erholen sollte. So ein Braindrain gab es in Russland nicht mehr seit dem Sturz der Romanows. Das ist ein Exodus aus Russland, wie wir ihn in 100 Jahren nicht gesehen haben. All das sind Sachen, und das alles verbunden mit der, mit der Demografie der Russen, die jetzt Tausende, eigentlich Zehntausende. Ihrer, ihrer Jungen verheizen, die meisten davon ohne jene Familie gegründet zu haben, also die Demografie noch verschlimmern. Das kostet die Russ Ich bin da überzeugend, dass selbst wenn Russland diesen Krieg militärisch gewinnt, es hat seine Zukunft über ihn verloren. Russl Dieser Krieg wird eine absolute Katastrophe für die Russische Föderation sein. Putin wollte wahrscheinlich in die Vergangenheit eingehen, als einer der großen Zaren neben Iwan den Schrecklichen und Katharina der Großen. Tatsächlich wird er wahrscheinlich als Totengräber in, in, die Geschichte, in die russische Geschichte eingehen. Das ist meine Ansicht. Inwieweit stimmen die Berichte, dass Wagner-Söldner aus Afrika zurückgeholt werden, um die Truppen an der Heimatfront zu unterstützen? Die Berichte habe ich gelesen. Ich glaube, ich habe sie beim letzten Mal auch erwähnt. Dann kommen ja die Gerüchte dazu, das sei für Putschvorbereitung. Die halte ich eigentlich für Humbug. Aber ich kann nur sagen, dass ich die Berichte auch gelesen habe. Ich weiß natürlich nicht, ob da, aber wir gehen mal davon aus. Dass dies stimmt, dass äh, im Mali nun weniger beispielsweise sind. Ich wüsste jetzt nicht, wer da realistischerweise eine Falschnachricht veröffentlichen würde, die durch die Medien geht, ohne die, dass eben wieder widersprochen wird. Also wir können davon ausgehen, dass es stimmt, ja. Hat sie bekommen als Neumitglied, Jens. Vielen Dank für die Unterstützung. Halten Sie ukrainische Drohnenboote für eine Neuerfindung von Brandern? Und welche Bedeutung hat Ihr Erfolg für das südchinesische Meer? Eine Neuerfindung vom Brandern. Nicht ganz, denn wie Sie richtig sagen, historisch gibt es mit Brandern ja, gibt es früher und dann haben wir im Zweiten Weltkrieg ähnliches. Wir haben die deutschen Sprengboote, die hatten auch einen Namen, der Name ist mir entfallen. Die zum Beispiel gegen die Remagenbrücke, glaube ich, wurden die auch eingesetzt. Also relativ schnell fahrende Boote mit einem starken Sprengsatz drin, nur dass die normalerweise nicht ferngesteuert waren, sondern dass der der Steuermann das Boot auf Zielrichtung gebracht hat und dann abgesprungen ist und das Boot ist alleine geradeaus weitergefahren, im Idealfall das Schiff oder die Brücke oder ähnliches treffend. Also ein, ein sich selbst aufopferndes Boot ist nicht, nichts Besonderes neu, besonders Neues. Wird normalerweise natürlich gerne durch den Unterlegenen verwendet. Brander werden normalerweise von der schwächeren Flotte gegen die Stärkere eingesetzt. Historisches Beispiel, was jeder kennt, die große Armada. Sir Francis Drake gegen die, die ähm, spanische Armada wurden Brander eingesetzt. Das sind klassische, ich glaube, die, die ähm, diese berühmte Schlacht im, im, in, in China, in der Schlacht der, in, in, in der Zeit der drei Reiche, oder wie das heißt. Die Schlacht von Red Cliff, ich glaube, dort wurden ebenfalls Brander eingesetzt. Also das geht. Das geht Jahrtausende, muss man fast schon sagen, zurück. Und da ist nur, das ist nur eine Übertragung auf heute. Heute kann man halt zuverlässig fernsteuern. Aber da ist kein, kein großer Unterschied. Und südchinesisches Meer ist ein sehr guter Ansatz. Denn hier, eigentlich sollte ich dazu auch irgendwann mal ein Video machen. Für mich muss sich Taiwan an, an dem Iran orientieren. Denn es gibt Parallelen. Beide haben es mit einem überlegenen Gegner zu tun dem sie Schiff für Schiff, Panzer für Panzer ziemlich sicher nicht begegnen können. Das heißt, sie müssen zu Guerilla-Taktik auch auf dem Meer zurückgreifen. Die Iraner machen das mit hunderten Schnellbooten, äh, teilweise mit, mit ähm, Bodeneffektbooten, Schrägstrich Flugzeugen, sehr interessante Dinge, die sie da haben. Äh, da wird, sich, wird, wird Taiwan sich orientieren müssen. Und da sind natürlich, solche Boote sind ideal. Die Taiwanesen sind smart genug. Die können möglich, also hätte ich dort was zu sagen, würde ich mir überlegen, ob ich nicht sogar das mache, was aktuell noch offiziell das große Tabu ist, ob ich dafür sorge, dass solche Boote nicht nur gebaut werden, vorbereitet werden, sondern dass eine Software da ist, die automatisch die Ziele erkennt. Denn letztendlich ist es so, wenn die, die chinesische Invasion beginnt, dann ist das Meer, ist die Formosa-Straße voll, mit Schiffen, aber die sind alle rotchinesisch. Also müsste man eigentlich die Dinger selbst gesteuert einfach auf Schiffe zufahren lassen können mit eigener Zielauswahl. Dann ist, dann sind in diesen diesen Sprengbooten wurden Motoren aus Jetski verwendet. Das soll nicht, sollte nicht teuer sein. An sich müsste man so ein Boot, wenn man es noch nicht einmal fernsteuert, sondern mit KI steuert lässt sich wahrscheinlich unter 20.000 bauen oder sowas. Unter 20.000 US-Dollar. Vielleicht besteht da eine Chance. Ja, ich meine, die Kameras werden was kosten und der Rechner für die Software, für die Zielsoftware vielleicht noch. Aber dafür müsste man eigentlich mehr als genug bauen können und dann eben, äh, um es mal bildlich zu sprechen, das Meer schwarz färben. Also hier sollte, hier so, für das südchinesische Meer bedeutet das, dass die Taiwanesen eine Chance haben. Andererseits muss man natürlich so sehen, das ist ja nichts, was man nicht abwehren konnte. Die Dinger lagen zwar tief im Wasser. Aber von russischer Seite war man schlicht nicht darauf vorbereitet. Dies gleiche Problem hat man mit der USS Cole, die durch ein Sprengboot, ein Selbstmordboot beschädigt wurde. Dort war der Steuermann an Bord. Also ist überhaupt nichts Neues. Und dort haben die Amerikaner zum Beispiel gemerkt, dass ihre Mittel zur Abwehr solcher Boote relativ gering sind. Denn man kann keine Harpunen, anti schiffsrakete gegen ein solches Sprengboot einsetzen. Das heißt, hier ist... Für die Taiwanesen bietet es eine Chance, aber wenn die Chinesen nicht komplett dumm sind und dafür sind sie nicht bekannt, dann werden sie daraus lernen. Genauso wie ich in der Vergangenheit gesagt habe, diese Drohnenmassierung, die wir jetzt haben. Die Shahid 136 ist eine super Sache, bis der Gegner sich darauf eingestellt hat. Die zivilen DJI-Drohnen sind eine super Sache, bis sich der Gegner darauf eingestellt hat. Und darauf sich einzustellen, ist eigentlich möglich. Und wenn man nur ein bisschen Geld hat, das haben die Chinesen. Also. Wie weit es langfristig erfolgreich, erfolgversprechend ist, wird man schlicht am chinesischen Schiffbau sehen müssen. Wenn die pro Seite Maschinenkanonen haben, die weit entsprechend nach unten zu richten sind, denn die müssen ja sehr nah am Schiffsrumpf schießen können, wo eben kein Marschflugkörper herankommt. Wenn sie das können, dann sollten sie auch abwehrbar sein. Also ist noch nicht abschließend zu beurteilen. Es, es bietet Hoffnung, aber diese Boote sind nicht unabwehrbar. Man war nur nicht darauf vorbereitet. Wenn man jetzt ein paar Boote mit schweren Maschinen gewerfen hat, da kann man kann man Angelboote nehmen, Fischerboote. Ein 14 mm schweres Maschinengewehr darauf müsste diesem, mit diesem Boot eigentlich klarkommen. Also ich fange schon wieder an, mir selber zu widersprechen, weil ich länger rede. Taiwan, für Taiwan bieten solche ähm, irregulären Mittel Möglichkeiten, aber man kann, sie, man kann ihnen begegnen. Das äh, ist nicht, nicht über die Maßen schwer, man muss es halt nur tun. Daniel Münnemann, vielen Dank für die Unterstützung. Einfach mal Danke und ein Schmerzensleckerli für den Chef auf vier Pfoten wegen Stromgenerator und Bauarbeiter. Äh, da die jetzt nur draußen sind, kommen die Katzen relativ gut damit klar, denn es gibt ja mehr als nur Siegfried. Aber vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und Michael Ohne hat eine Frage gestellt. Vielen da lieben Dank für die Unterstützung. Ist es nicht auffallend, unter den Flugzeugverlusten der Russen keine MiG-29, Sukhoi-27 und Sukhoi-24, außer die am Boden zerstört worden sind, fehlt? Es den Russen vielleicht am Piloten. Ein ähm, MiG-29 ist eher ein Abfangjäger. Die ähm, sind im Luftbodeneinsatz zwar zu gebrauchen, aber nicht über die Maßen. Also die, die geben meines Erachtens, ich muss ehrlich sagen, ich habe über die modernsten Rüstsätze wenig Ahnung. Die werden wahrscheinlich schon Smartbomben einsetzen können. Aber die MiG, Mig 29 hat eine relativ kurze Reichweite. Ist ein relativ leichter Jäger. Von daher ist diese nicht zwingend einsetzbar. Und Sukhoi 27 ist natürlich das Ursprungsmodell, die längst durch Sukhoi 30 und 35 ersetzt wurde. Ähm, wenn man mit einem Gegner zu tun hat, der einem, der einen bedroht dann sollte man vielleicht nicht den alten Schrott einsetzen, wenn die Besatzung am, am Steuer etwas wert ist. Und ein russischer Pilot, über den kann man viel sagen, dass er viel zu wenig trainiert, aber der hat dennoch Jahre an Ausbildung hinter sich. Und dann setzt man die natürlich besser in modernerem Gerät ein, statt das alte zu verbrauchen. Das heißt, Zukoy 27 hätten wir ja dann das Ursprungsmodell vielleicht etwas modernisiert. Aber das, was jetzt, wird überhaupt noch gebaut? Das weiß ich gar nicht im Kopf. Ich glaube, die wird gar nicht mehr gebaut. Es werden nur noch Zucker 30 und Zucker 35 gebaut. Dementsprechend hätten wir hier ein 30 Jahre altes Modell, so mehr oder weniger. Wenn ich Piloten habe, dann setze ich sie lieber im moderneren ein, in einem, in einem äh, umkämpften Luftraum. Fehlt es den Russen an Piloten, ist daraus nicht zwingend zu schließen. Es, können, äh, es kann ein Hinweis darauf sein, nach meiner Argumentation. Man hat nur eine beschränkte Anzahl von Piloten und viel mehr Flugzeuge, also setzen wir die Piloten natürlich im besten Material ein. Wäre ein Erklärungsansatz. Ein anderer Ansatz ist es, dass man es doktrinär schlicht und ergreifend nicht einsetzt. Denn Sukhoi 24 waren fleißig in Syrien im Einsatz. Die seien es nicht so überlebensfähig wie eine Sukhoi 34. Daher würde es Sinn ergeben, sie nicht gegen die Ukraine einzusetzen, solange die noch viel Flugabwehr haben. Es sei denn, mir ist es egal, dass die Piloten sterben. Wie die Sukhoi 24 haben ja zum Beispiel die Türken eine abgeschossen. Wenn mich nicht alles täuscht. Also, ich würde eher erwarten, dass ein Hinweis äh, der Bedrohungslage dass man eben das Modernste einsetzt mit den besten elektronischen Gegenmaßnahmen, mit etc. Also, hier, um sich darauf vorzubereiten, mit den besten Sensoren an Bord, die erkennen sollen, ob man beschossen wird. All das, so würde ich das interpretieren. Nicht unbedingt, dass das auf einen Mangel an Piloten hinweist. Aber vielleicht haben auch Sie recht und ich Unrecht. Das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Gogo Gorilla, vielen Dank für die Unterstützung. Mr. Terra TV, Drohnenboote haben allerdings den Vorteil der Masse. Selbst wenn ich Boote für mehrere Millionen verliere, die Verluste beim Zerstören sind massiv höher. Eindeutig. Deswegen haben die Iraner ja ihre 700, 800 Schnellboote. Die haben ja eine Unmaß, Unmenge von denen. Schwarmtakte, ganz klar. Jede Kanone kann immer nur ein Ziel gleichzeitig bekämpfen. Das hat auf jeden Fall, und wenn die ferngesteuert sind, sterben halt auch noch nicht mal die Besatzung drauf, anders als bei den Iranischen. Das ist ein valider Punkt, ja. Danke für, den, für die Unterstützung. Wird das Ergebnis der Midterm-Elections heute in den USA den Krieg in der Ukraine beeinflussen? Vor allem, wenn die Republikaner die Mehrheit bekommen sollten. Die Frage beantworte ich nicht, denn wenn heute die Republikaner die Mehrheit bekommen, habe ich ein Video vorbereitet, was ich danach dann machen will und ich will, dass sie es anschauen von daher, wenn die Republikaner nicht die Mehrheiten erholen, dann nicht die Mehrheiten holen, dann ändert sich ja nichts und wenn sie sie holt, mache ich ein separates Video dafür, was ich dann morgen entweder noch heute Nacht mache, wahrscheinlich eher nicht, sondern dann eher morgen und dann will ich Ihnen natürlich nicht spoilern. Der, der Kommandierende der US-Atomstreitkräfte hat den Ukraine-Krieg als Warm-up vor dem Big One bezeichnet. Bestimmt die Möglichkeit einer Ausweitung des Kriegs auch die aktuellen Strategien. Es bestimmt auch die Möglichkeit, dass sich der Krieg ausweitet, darauf... Äh das spielt für alle Beteiligten und Nichtbeteiligten natürlich eine Rolle. Ich bin in der Vergangenheit immer wieder darauf hingegangen, die dass man zum Beispiel der Ukraine nicht einfach frei herauf alles liefert, um die Russen zu besiegen. Ist mit darin begründet. Man muss versuchen, eine... Die, die Unterstützung der Ukraine stark genug zu machen, wenn man es will. Da kommen wir wieder bei dem Thema, was ich schon fünfmal angesprochen habe, dass es auch die Gefahr gibt, dass ein paar die Ukraine gar nicht gewinnen sehen wollen. Aber wenn wir mal davon ausgehen, man will die Ukraine gewinnen sehen, dann darf man ihre Unterstützung nicht so radikal nach oben schrauben, dass die Russen glauben, sie müssen jetzt irgendwie die Nachschubwege in Polen abschneiden, indem sie, was weiß ich, hier runterstoßen so etwas, damit sich der Krieg nicht ausweitet. Das heißt, die theoretische Gefahr einer Ausweitung besteht die gesamte Zeit. Allerdings, allerdings, und das ist das Beruhigende für uns alle, beide Seiten haben definitiv kein Interesse. Wenn die Amerikaner es wollten, wenn die Briten es wollten, dann wären sie heute bereits involviert. Diese Geschichte mit dem, mit dem Raketenabschuss über dem Schwarzen Meer, die zum Beispiel hätte eine Provokation sein können, die man nutzt, um den Krieg zu eskalieren. Man hätte von deutscher Seite die Beschießung des, des äh, Konsulats als Anlass nehmen können, etc. Wenn man will, dass man in, in diesen Krieg involviert ist, dann könnte man es zum jetzigen Zeitpunkt sein. Wenn die Russen, die Russen wie die, die NATO wollen, um jeden Preis verhindern, dass die andere Seite dass sich der Krieg ausweitet. Und deshalb, die Gefahr besteht immer. Es lässt sich nie komplett ausschließen. Aber beide Seiten haben, haben ein aufrichtiges Interesse, dass es dabei bleibt, dass sich daran nichts ändert. Und das sollte uns alle beruhigen, denn das ist all das, was ich beobachten kann. Weder wollen die Russen zeitnah irgendwie der NATO. Das strategische Ziel ist ein ganz anderes. Das strategische Ziel der Russen ist eine Kontrolle des Gebiets von Vladivostok bis Lissabon, wie sie immer so schön sagen. Das strategische Ziel ist eine Zerschlagung von EU und NATO. Das ist eine andere Geschichte. Aber werden Sie das im Zuge dieses Krieges versuchen? Aktuell ganz klar nicht. Kann sich noch einiges ändern, das irgendwas, aber aktuell sehe ich nicht, dass eine der beiden Seiten irgendwas ändert. Valeria Alexandrovna wollte endlich auch mal einen Beitrag leisten. Schau es jedes Mal sehr ausführliche Berichte. Da muss man nicht den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen. Gefällt mir gut weiter so. Vielen lieben Dank für die freundlichen Worte und die großzügige Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Leuten wie Ihnen ist es mir möglich, diesen Kanal zu betreiben. Herzlichen Dank an Sie und an alle anderen Unterstützer dieses Kanals auf den verschiedensten Arten und Weisen. Ähm, herzlichen Dank, dass Sie mir und uns das hier ermöglichen. Glauben Sie, dass der Support für die Ukraine langsam in der westlichen Welt abnimmt? Äh, die Umfragen gehen langsam in Richtung Kriegsmöglichkeit. Ich sehe es noch nicht als akutes Problem da dürften äußere Faktoren eher eine Rolle spielen wie Arbeitslosigkeit in der Wirtschaftskrise, wie Energiepreise und solche Dinge. Die dürften aktuell eine größere Gefahr des Ausschlages bedeuten, aber ja natürlich, wer will schon einen Krieg dauerhaft unterstützen? Dauerhaft finanzieren. Irgendwann ist mal gut, jetzt jetzt haben wir die Ukraine lang genug unterstützt, jetzt soll da mal Frieden herrschen, dass dieses Gefühl kommt auf Dauer durch. Das ist klar. Das ist ein wachsendes Risiko für die Ukraine. Ich würde es noch nicht als akut bezeichnen, aber eben mittelfristig wird es definitiv ein Thema werden. Wie schafft es die ukrainische Infanterie beim Einsatz von Manpads gegen Flugzeuge und Hubschrauber Friendly Fire zu vermeiden? Mark one eyeball, sagt man im Englischen. Saubere Identifizierung. Die Hubschrauber haben ihre Freund-Feind-Erkennungsstreifen. Ich glaube, die, die Ukrainer setzen drei weiße Streifen ein, wenn mich nicht ja alles täuscht. Die Flug und dann natürlich Command and Control. Es ist ja nicht so, dass viel ukrainische Flugzeuge unterwegs sind. Also zumindest ist es denkbar, dass man von Seiten der ukrainischen Heerführung den Truppen an der Front sagt, äh, was weiß ich, hier fliegen jetzt die ukrainischen Sukhoi-25, fliegen hier in den Angriff auf, auf Kysle, Kyselivka. Dann sage ich halt den Leuten, die hier sind, äh, fünf Stunden vorher: heute kommt ein Luftangriff durch. Und die, die von hinten greifen, sowieso nicht angreifen. Und wenn, es, wenn sie zurückkommen, bitte auch nicht angreifen. Sowas in der Art. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir wen weniger Angriffe sehen, wo bei denen die Flugzeuge tatsächlich die Front überqueren. Das heißt, häufig ist es so, dass die nur am Frontgebiet direkt sind. Deswegen sehen wir auch diesen. Diese am Tossbombing orientierten Einsätze. Also, Tossbombing ist, wo man es normalerweise mit Bomben macht. Das heißt, ein Flugzeug fliegt vorwärts und zieht hoch und löst dann die Bombe aus, weil die Bombe natürlich der erstmal folgt und erstmal noch steigend, bevor sie wieder fliegt. Und damit kann man viel weiter die Bombe werfen, als wenn man nur gerade fliegt und sie fallen lässt. Das nennt sich Tossbombing. Und wir sehen das ja jetzt im, mit, mit dem Einsatz von, von ungelenkten Raketen aus den Raketenpots. Das wird ja von beiden Seiten vorgenommen. Und beide Seiten überfliegen in diesem Fall überhaupt nicht die Front. Das heißt, auch hier ist es wieder, wenn ich jetzt hier mit, meiner, mit meinem Manpad stehe, wenn hinter mir die, die Sukhoi fliegt, dann habe ich natürlich viel Weh, dann ist es viel leichter, die nicht abzuschießen, als wenn sie von vorne kommt. Das dürfte alles mit eine Rolle spielen, also optische Identifizierung, die Erkennungssignale, möglicherweise, dass die Truppen vorher wissen, wenn mal eigene Truppen im Einsatz sind und dann natürlich, dass die ukrainischen Luftstreitkräfte selten die Front überhaupt überfliegen. Das heißt, in dem Moment, wo ich einfach nur auf die schieße, die auf der anderen Seite sind, verringert sich das Risiko schon wieder erheblich. So würde ich das erklären, anhand der Informationen, die wir haben, die wir, wie wir es bewerten können. Könnte die Ukraine unter Verhandlungsdruck der USA diesen Krieg möglicherweise beenden und damit un... Willentlich Territorialverluste, Gebietsverluste in Russland in Kauf nehmen. Das kann immer der Fall sein. Und ich habe seit Beginn des Krieges gesagt, dass das das große Risiko der Ukraine ist, dass der Westen sie zum Frieden zwingt. Denn wenn die USA heute, nehmen wir mal an, Trump, es wäre jetzt noch eine vorgezogene Präsidentschaftswahl. Und Trump ist ja da das Schreckgespenst. Für mich ist immer ein bisschen eine Wildcard. Bei dem weiß man es nie. Der kann auch ins Gegenteil umschlagen. Das ist ein bisschen, es kann sogar Vorteile haben, die Madman Theory bei Richard Nixon. Geglaubt hat, es sei ein guter Plan, als Verrückter dazustehen, denn ein Verrückter kann ja Kernwaffen einsetzen. Und wenn ein Kernwaffeneinsatz realistisch ist, dann hält sich der Gegner vielleicht zurück. Also so eine Art Madman Theory. Aber wenn wir jetzt mal beim, beim linken Schreckgespenst bleiben, Trump kommt an die Macht und seine Anhänger übernehmen Mehrheiten in beiden, in beiden Parlamenten, dann ist eine realistische Möglichkeit, dass Trump meint, er sei der große Verhandler und äh, er handelt jetzt ein Kriegsende aus. Und wenn die USA den Ukrainern sagen, wir machen jetzt Frieden und dann am besten noch an den Ukrainern vorbei. Ich bin kein Trump-Basher, ich bin kein Trump-Hasser, aber ich bin auch, glaube ich, realistisch, was ihn angeht. Und ich glaube, ihm ist es zuzutrauen, dass er im Zweifelsfall an der Ukraine vorbei mit Russland verhandelt, um dann Selenskyj zu präsentieren, das, was er mit Russland ausgehandelt hat, im Sinne von Friss oder stirb. Das wäre alles natürlich ein realistisches Risiko für die Ukraine. Also hier ist, ist ähm, die aktuelle Politik, ist, wir werden die Ukraine zu keinem Friedensschluss zwingen. Die Ukraine hatten Anrecht auf ihre internationalen Grenzen, wir erkennen die internationalen Grenzen der Ukraine an, das heißt inklusive Krim, alles ukrainisch, und wir zwingen sie nicht. Wenn die Ukraine selber sagt, wir haben jetzt genug, wir hören auf, dann ist zumindest die Verlautbarung, da wird es jetzt auch wieder. Das, das antiamerikanische Lager wird geben. Nee, nee, die wollen es nicht. Aber die offiziellen Erkenntnisse und für mich das Wahrscheinliche ist, dass sie dann sagen: ähm, Wenn ihr nicht weiterkämpfen wollt, dann alles klar, dann hört auf. Aber natürlich, der Westen könnte die Ukraine sehr schnell in die Knie zwingen. Denn in dem Moment, wo der Waffennachschub aufhört, aus dem Westen war es das. Dann können die Ukraine noch ein paar Wochen weiterkämpfen und dann ist es vorbei. Also, das wäre das wär's Ende. Und das ist natürlich das, worauf Putin hofft. Das, das muss man ganz klar sagen. Ich mache eine kurze Werbepause und wir sind auch bei zwei Stunden. Heute werden wir nicht drei Stunden machen, auch nicht 14,59 wie sonst. Das heißt, ähm, ich mache eine kurze Werbepause, bin aber gleich wieder da. und auch hier wieder etwas früher zurück also ich glaube ich werde noch so fünf, fünf fragen beantworten oder so sie äh, genau. denn wir haben die zwei stunden voll und äh, zwei stunden reicht eigentlich es gibt auch immer wieder leute die sich beschweren ich weiß manche hätten es gerne dass ich sechs stunden online wäre und sechs Stunden QA mache, aber irgendwo muss dem Ganzen auch Grenzen gesetzt werden, damit diejenigen, die das sich hier nicht live anschauen, äh, irgendwo ein Ende sehen. Wie steht es um die ukrainische Rüstungsindustrie? Ist sie in der Lage, signifikant etwas zum Krieg beizutragen? Ich denke zum Beispiel an die doch sehr leistungsfähige Panzerindustrie. Die ist wohl weitestgehend zerstört. Das ist zumindest meine Erwartung. Wir, die berühmteste ukrainische Panzerfabrik ist die in Kharkiv. Und die haben die Russen gezielt angegriffen. In dem Moment, wo die Russen stecken geblieben sind, haben sie begonnen, die russische, die ukrainische Rüstungsindustrie zu zerstören. Da haben wir Angriffe gehabt in chytomir, in ähm, Nepro überall wurden Rüstungswerke angegriffen. Denn wenn ich glaube, die Ukraine fällt, dann will ich die Fabriken ja für einen eigenen Bedarf haben. Sei es, als, weil ich das Gebiet direkt annektiere und sie übernehme, sei es, weil mein Klientelstaat mein Vasall dann mir wieder liefert, was sie wollen. Wir dürfen ja nicht vergessen, vor 2014 zum Beispiel waren die meisten, ukrainischen, die meisten russischen Kampfhubschrauber mit ukrainischen Turbinen ausgestattet. Ich glaube, Motor Sich heißt die Firma, die in Saporische sitzt oder in Dnipro, in einem von beiden. Ein großer Turbinenhersteller. Der übrigens, glaube ich, der könnte noch funktionstüchtig sein. Aber die Panzerindustrie in Kharkiv, die ist gezielt bombardiert worden, da dürfte nicht mehr viel gehen. Ich weiß nicht, ob sie sonst überhaupt noch eine große Panzerfabrik hatten. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht im Kopf. Das kann man online alles nachschauen. Die Listen gibt es. Die Russen haben aber versucht, es aktiv zu zerstören. Was heißt es jetzt? Ein guter Teil der Belegschaft ist davon gekommen. Und die Kompetenz der Menschen ist schon mal sehr wichtig. Was wir sehen, ist, dass jetzt überall in kleinen Werkstätten, also wir reden hier von Autowerkstätten, LKW-Werkstätten, sind jetzt Panzerreparaturwerkstätten eingerichtet? Wir können davon ausgehen, dass zu einem guten Teil die Arbeiter in diesen Werkstätten nicht etwa die alten LKW-Mechaniker sind, sondern wenigstens zum Teil aus den Panzerwerken stammen. Die wirken also nach wie vor. Die, die Kompetenz aus der, aus der ukrainischen Rüstungsindustrie wirkt nach wie vor nach, aber sie wirkt aktuell wahrscheinlich tendenziell eher im Hinsicht auf Wiederherstellung. Auf Reparatur und vielleicht vereinzelte, vereinzelte Funktionstüchtigmachung irgendeines eines offiziell als Reserve gelisteten Panzers, der realistischerweise irgendwo herumrostete. Sind Sie aktuell in der Lage, einen neuen Panzer zu bauen? Also Hülle, Motor, Turm, Feuerleitanlage, Geschütz? Nein. Also da würde ich mich eigentlich festlegen, dass sie das nicht mehr können. Denn da gehe ich davon aus, dass die Zerstörungen viel zu großflächig sind. Die Leute sind noch da und die helfen noch dabei mit, aber dass eine Neuproduktion stattfindet, ziemlich sicher nicht. Was kleinere Systeme angeht, ist nicht ganz klar. Sie sind immer noch, sie haben immer noch Stukna P. Da würde man erwarten, dass langsam die die Vorräte zur Neige gehen sollten. Wir sehen sie aber immer noch im Einsatz. Also vielleicht können sie die noch bauen. Wir wissen, dass die Ukrainer auch Depots an anderen Waffen haben. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, S-125 irgendwo gesehen, die Flugabwehrraketen in irgendeinem Raketenwerk, dass, dass so etwas modernisiert wird, wieder in Gang gebracht wird und so weiter. Ja, aber Panzerfabriken -Panzer dürften ziemlich sicher leer stehen. Das würde ich, das würde ich doch davon ausgehen. Äh, danke für die Mühen, sehr hilfreich von Rins Wind. Ich glaube, ich habe mich noch nicht bedankt. Vielen Dank für die Unterstützung. Was würde geschehen, wenn die Ukraine den Donbass komplett erobert? Wie würde man mit den Machthabern umgehen? Gefängnis oder sonstige Bestrafung äh, vorausgesetzt, man wird ihre Habhaft. Die Ukraine hat keine Todesstrafe. Das heißt, wenn wir nicht davon ausgehen, dass irgendwelche Radikalen auf der ukrainischen Seite, und die gibt es natürlich. Das braucht man jetzt nicht so zu tun, als ob die alle Heilige seien. Und dass da irgendeiner vielleicht auch noch einen persönlichen Groll hat. Und wenn der ähm, wer ist der? Puschilin, wenn der Puschilin, dass es Leute gibt auf der ukrainischen Seite, die Puschilin am nächsten Baum aufknüpfen wollen, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Egal, ob wir pro-russisch oder pro-ukrainisch sind, dass es die gibt. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die aber nicht zum Zuge kommen, dass die durch Disziplin, Selbstzurückhaltung oder woran auch immer gehindert werden, diese Leute aufzuknüpfen, dann gehe ich davon aus, ja. Die werden nach Strafverfahren, die werden wahrscheinlich lebenslang hinter Gitter landen. Und das wäre auch verdient. Denn hier reden wir nicht von einer kleinen Straftat. In diesen, in diesen die haben den Krieg ausgelöst, die haben, die haben Menschen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die kann man nicht nach zehn Jahren wieder freilassen oder nach fünf. Also die würden aller Wahrscheinlichkeit nach Lebenslag hinter, hinter Gitter landen, denn wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine hat ja keine Todesstrafe. Das heißt, hingerichtet werden die nicht. Wenn die nicht also an der Front äh, schnell... Exekutiert werden in Eigenregie, dann, dann denke ich mal, landen die im Knast auf Lebenszeit. Russland bietet Verhandlungen ausschließlich über die totale Kapitulation der Ukraine an, mein letzter Standort unverändert. Die Ukraine wird allen Ernstes gedrängt, darüber zu verhandeln. Nein, es ging darum, wenn ich es richtig verstanden habe, war waren die USA, fordern die Ukraine auf, so zu tun, als ob sie verhandlungsbereit seien, aus PR-Gründen. Das ist mein Verständnis. Die USA wollen nicht, dass die Ukraine verhandelt, wie groß die ukrainische Kapitulation ist. Denn Russland hat das annektiert und hat bereits klargemacht, es wird es nicht mehr rausrücken. Das heißt, eine Verhandlung jetzt kann zu nichts führen. Aber wenn die ukrainische Regierung erklärt, wir verhandeln nicht unter keinen Umständen, sinnlos. Das kann natürlich, ich meine, nicht jeder, nicht jeder, jetzt sind wir mal komplett bescheiden hier. Wie, es, äh, wie, wie Trump so schön gesagt hat, als er gefragt wird, Are you humble? Oder you're not known to be humble, wo er dann sagt, I'm the most humble man you've ever known. Oder irgend sowas. Jetzt sind wir mal ganz bescheiden. Nicht jeder, der Wähler ist, der an der Meinungsmachung teilnimmt, schaut diesen Kanal. Das heißt, die, die Härte der Realität ist nicht jedem klar. Und wenn ich, wenn, wenn ich als, als Steuerzahler, als Beobachter von der ukrainischen Regierung erfahre, dass sie sich weigert, überhaupt nur zu verhandeln, dann kann ich als Beobachter sagen, was sind es für Radikale? Die können doch mal ein bisschen handeln. Wie lange sollen der Krieg noch weitergehen? Was sind das für Radikale da in Kiew? Ich glaube, unsere Regierung sollte die mal dazu zwingen, zu verhandeln. Das wäre eine, eine menschliche, logische Folge eines solchen, eines solchen Handels. Wenn ich es richtig verstehe, dann haben die Amerikaner den, den, den Ukrainern gesagt: Nicht verhandelt eure Kapitulation, sondern tut so, als ob ihr verhandlungsbereit seid aus PR-Gründen. Und das ergibt wahrscheinlich Sinn. Man könnte sich jetzt schon wieder zusammensetzen und dann sagt man halt: Die Russen haben völlig inakzeptable, absurde Bedingungen gestellt. Während wenn man von Haus herein erklärt: Wir verhandeln nicht, dann heißt es: Wir kämpfen. Und das ist halt für die Peace nix. Und für die all jene, die das, den Konflikt nicht im Detail verfolgen, mitunter kann es dann etwas schwer werden, das im Detail so zu äh, bewerten. Und das, das richtig einzuschätzen im Detail. Okay. Glauben Sie, Peloschins Machtzuwachs ist zum Teil inszeniert? Äh, die Angst vor Peloschins Putin nachfolge im Falle einer Niederlage Russlands könnte den Westen von mehr Waffenlieferungen abhalten. Ich glaube nicht, dass das eine relevante Rolle spielt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, eine interessante Theorie, aber wie gesagt, nicht vergessen, ich betone es immer wieder: ich bin kein Russland-Experte. Was innerrussische Dinge angeht, kann ich Ihnen die Fakten zusammentragen, aber zum Beispiel, dass Prigozhin, ich glaube, wir haben keine Belege, ich habe sogar kürzlich davon gelesen, dass Prigozhin und Putin jüngst gesprochen hätten, aber die könnten theoretisch jeden Tag telefonieren. Vielleicht ist das ein von Putin lanciertes Machtspiel, um auf das Militär irgendwelchen Druck auszuüben. Oder ich habe keine Ahnung. Also da sind interne Mechanismen, spielen da eine Rolle, die mir einfach vollständig unbekannt sind. Darüber kann ich nicht wirklich urteilen. Ähm, die Infanteristen an vorderster Front schießen meistens ohne ein Ziel zu haben. Damit wird Mun Munition in großen Mengen verschlossen. Was wird damit erreicht? Unterdrückungsfeuer. Ähm, es gibt einen deutschen Bundeswehrbegriff, der meines Erachtens nicht passend ist im gleichen Maße, aber Sie können sich wie Suppression Fire, wie ich das übersetze. Ähm, eine Kugel fliegt aus einem Sturmgewehr, fliegt ein paar hundert Meter lang. Ich glaube, sieben 800 Meter lang mit Überschallgeschwindigkeit. Das heißt, wenn die an einem vorbeifliegt, dann hört man einen Knacken. einen klassischen Überschallknall, den die kleine Kugel auslöst. Jeder, der einmal beschossen wurde, kennt dieses Geräusch. Und wenn Sie auf dem Vormarsch sind, auf einmal knackt es über ihrem Kopf, dann wissen sie, sie werden beschossen. Da sind sie sehr geneigt, sich auf den Bauch fallen zu lassen und den Kopf einzuziehen. Das heißt, auch ohne auf einen, auf einen Feind direkt zu schießen, auch ohne eine realistische, ohne eine relevant große Chance, ihn auszuschalten, ihn zu treffen, ergibt es Sinn, in seine Richtung zu schießen, einfach um die Dominanz im Feuergefecht zu erhalten. Denn die Seite, die durch diese, diesen Beschuss auch weil um sie herum hier und dort mal im ein Baum eine Kugel einschlägt und so weiter. Wenn man merkt, man steht unter Feuer, dann muss man schon verdammt gute Nerven haben, um weiterzulaufen. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn um sie herum der sie Kugeln vorbeizischen hören und neben ihnen in die Bäume die einschlagen, sich dann nicht hinzulegen. Das ist eine. eine das macht nicht jeder, das kann nicht jeder. Das heißt, die Seite, die auf diese Art und Weise mehr Feuervolumen gegenüber den Gegner aufbringt. Die zwingt den Gegner sich hinzulegen. Und damit verliert der Gegner A. Überblick. Denn in dem Moment, wo ich mich ducke, sehe ich ja nicht mehr viel. Jedes Mal, wo ich hinter einem, in einem Graben in Deckung sehe, kann sich der, mein Gegner bewegen, ohne dass ich überhaupt merke, wo der ist. Das heißt, derjenige, der die Feuerüberlegenheit hat, hat die komplette taktische Mobilität. Der kann flankieren. Plötzlich taucht er von der Seite auf und meine Deckung ist unnötig. Er wäre nie in der Lage gewesen, mich zu flankieren, wenn ich meinen Kopf oben gehabt hätte. Ich habe ihn aber unten gehabt, weil er mich so mit Kugeln vollgehauen hat. Oder aber er kann abhauen. Und wenn er wegrennt und äh, mit, dem, mit dem Feuervolumen zwingt er mich in Deckung, dann kommt er davon. Also es ergibt absoluten militärischen Sinn, diese in Anführungsstrichen Munitionsverschwendung, weil ich auf die Art und Weise eben den Gegner zu Handlungen zwinge. Ich muss ihn nicht töten. Ich muss ihn nicht treffen und verwunden. Es reicht völlig in gewissen Situationen, wenn ich ihn zwinge, in Deckung zu gehen. Und sei es für Angriff, sei es für Verteidigung. Und deswegen schießt man auch so. Wäre es militärisch sinnvoll, in Städten wie Nova Kachowka, Hochhäuser mit Sprengstoff zu präparieren und so Straßensperren und Verluste zu erzeugen? Auf jeden Fall. Im Detail muss man sich natürlich anschauen, aber ich habe es im Prinzip schon gelobt. Wir sehen, die, die Umgebung nutzt man. Nicht nur für Deckung, sondern die kann man auch zum Kämpfen nutzen. Und klar, ich meine, ein Hochhaus kollabiert sich nicht so schnell und wie hoch muss ein Haus sein, dass ich damit relevant viele Soldaten töte, die auf der Straße herumlaufen. Schlauer ist es hingegen, dass wenn man zum Beispiel jetzt ein Haus nimmt, und ich habe es vorher gesagt, die Russen sind ja vor Ort. Die wissen ja, wo sie in Stellung geht. Und die, die kennen, wir können viel über russische Schwächen gehen, aber die sind auch keine Vollidioten. Nicht in der Masse. Also da gibt es auch welche und manchmal auch in hohen Dienstgraden. Ja, aber. Prinzipiell kennen die ein paar militärische Prinzipien und die wissen, wenn wir uns in diesem Haus festsetzen, dann werden die Ukrainer das und das machen, weil die Ukrainer es machen müssen, weil das die normale Vorgehensweise ist, weil der Fluss sie dazu zwingt, der Damm sie dazu zwingt, etc. Und dann besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass man ein, ein Gebäude unverteidigt lässt. Und man weiß, die Ukrainer werden dieses Gebäude stürmen, in dieses hineingehen, um uns zu bekämpfen. Dann könnte man zum Beispiel an die Fundamente dieses Gebäudes Sprengladung legen. Wenn ich natürlich schaffe, dass ich 50 Ukrainer zwinge, in ein Haus zu gehen und aus diesem auf mich zu schießen, dann drücke ich nur einen Knopf und das Haus fällt in sich zusammen. Dann sind 50 Mann auf einmal weg. Und der Rest hat anschließend eine Angst, überhaupt noch in Gebäude zu gehen, weil die könnten ja alle vermint sein. Das heißt, ich habe auch hier wieder das Gleiche exakt der gleiche effekt wie bei dem vorherigen feuer ähm, die dominanz im feuerkampf zu haben ich erzeuge den gleichen effekt ich, ich schüchtere den gegner ein wenn die ukrainer glauben jedes haus in dem wir in deckung gehen fliegt uns um die ohren dann gehen sie nicht mehr in deckung das heißt entweder greifen sie nicht mehr an oder sie werden abgeschossen wie die hasen also ergibt die, das was die russen da das potenzial dessen was die russen dort machen können hängt natürlich ab von der zeit von der kompetenz von dem material haben sie genug sprengstoff etc aber im prinzip können die dort ein sehr unangenehmes Feld bereiten. Marcel Sar Sarnecki. Herzlich willkommen als neues Mitglied. Vielen Dank für die Unterstützung. Wird China nach Ende des Krieges Russlands wieder aufrüsten, weil China ein stärkeres Russland bevorzugt? Nur wenn es chinesischen Interessen äh, bedingt. Und das ist natürlich. China will kein Russland, äh, das nutzlos ist. Es sei denn, es will sich Sibirien holen. Aber das sehe ich aktuell noch nicht realistisch. Aber wenn Russland anschließend unter lauter Sanktionen ist und man sagt den Chinesen, ähm, dann gibt es Sanktionen auch für euch, dann natürlich nicht. China hat gemeinsame Interessen mit Russland, aber es ist, kein, ist keine Liebesheirat, es ist kein Bündnis von zwei gleichwertigen Bündnispartnern. Ob die, wie weit Russland nach Westen verschoben ist, ist den Chinesen komplett egal. Das heißt, wenn es den Chinesen schadet, die Russen aufzurüsten. Das wird eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung sein. Wenn sie der Ansicht sind, es egal, die Konsequenzen im Westen sind irrelevant, für die unsere, wir haben viel mehr davon, dann tun sie es. Wenn nicht, dann nicht. So einfach ist es. Das wird eine einfache, kalte Kosten-Nutzen-Rechnung auf chinesischer Seite sein. Was sind eigentlich noch die realistischen Ziele von Russland? Ähm, Krieg gewinnen. Was realistisch ist, ist, Russland will den Krieg gewinnen, und zwar ohne Wenn und Aber. Da zeigt alles darauf hin. Was ist realistisch? Hm. Wir werden es sehen. Aktuell halten sie die Front. Aktuell bewegt sich die Front nicht mehr wirklich zugunsten der Ukrainer. Das muss man auch mal feststellen. Also, ich glaube, die, EU, die ich bin nach wie vor nicht der Ansicht, dass die Russen die strategische Initiative zurückerlangen. Dass sie wieder das Schlachtfeld dominieren. Das glaube ich nicht. Aber aktuell hält die Front. Äh, wie wahrscheinlich ist ein Krieg in Transnistrien nach oder während Ukraine-Krieg? Nicht wahrscheinlich. Ähm, Moldawien ist neutral, hat kein Militär, um die Transnistrien zu besiegen. Ungar äh, Ukraine wird nicht in Moldawien einfallen, denn Transnistrien ist völkerrechtlich innerhalb Moldawiens. Es wird keinen Krieg geben. Ich sehe ihn nicht. Äh, zum Einschätzen der Verluste: Glauben Sie, Sie würden die russischen Verluste an MBT, BMP, BTR und so weiter auch so hoch einschätzen, wenn es? Portale wie Oryx nicht geben würde, dann würde ich mich möglicherweise näher an den, den staatlichen Meldungen orientieren. Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich, ich bin es gewohnt, mit, mit Open Source für moderne Konflikte zu arbeiten. Dort, wo wir keine haben, dann haben wir wilde Schätzungen, schauen Sie sich irgendeinen älteren Konflikt an, selbst Jahrzehnte nachdem er vorbei ist. Da haben wir teilweise Verlustzahlen, die, die um Potenzen unterschiedlich sind. Die eine Seite sagt, sie hat 150 Mann verloren, die andere Seite sagt, sie hat 2500 getötet in irgendeiner Schlacht. Also solche Unterschiede gibt es. Wenn wir nicht, keine Belege haben, dann können wir uns anschauen, welche Seite wir für glaubwürdig halten. Dann würden wir die ukrainischen Medien nehmen und sagen, naja, die Ukrainer werden schon 30 bis 50 Prozent obendrauf packen. So würde ich dann ungefähr wahrscheinlich so die Daumen nehmen und dann halt mich an den noch wesentlich mehr an den Meldungen von irgendwelchen Geheimdiensten, also USA und Großbritannien etc. orientieren. Aber ja, Orix ist Gold wert. Deswegen weise ich immer wieder auf ihn hin. Mit allen Einschränkungen, die er hat. Natürlich macht er auch Fehler. Aber er macht, nach dem, wie ich es sehe, sehr, sehr wenige. Mitglied, dann schaue ich noch, dass ich zwei, drei Mitgliederfragen beantworte, bevor wir hier zum Ende kommen. Inwiefern hat sich die Führungskultur der Russen geändert? Am Beginn des Krieges sind relativ viele Meldungen von toten Generalen aufgetaucht, Führung von vorn, von hinten, welche nun fehlen. Vielleicht haben Sie sich ein bisschen angepacht, aber wir haben mit Lapin, hatten wir die Meldung von einem der, der Militärblocker, die habe ich hier auch im Lagebericht genannt, dass Lapin unter großer Gefahr sei, weil er ständig an der Front sei. Und eines seiner Fahrzeuge sei komplett zerschossen und gerade in Reparatur, also sein Anschlag auf ihn erfolgt. Und er hat sich beklagt, jederzeit könnte eine Drohne der Ukrainer ihn töten. Jetzt kann es natürlich, und hier kommen wir jetzt wieder Quellenkritik ins Spiel, der hatte Zugang zu Lapin, sagt er zumindest. Also kann es natürlich sein, dass der mit Lapin irgendeinen Deal hat, um ihn als mutiger da sein zu lassen. Denn Kadyrov hatte Lapin vorher, vorher kritisiert, dass Lapin zu weit von der Front entfernt sei. Von, von Seiten der Offiziere ist jetzt natürlich so, dass sie wissen, dass die Heimars existiert. Also ganz ehrlich, ähm, ein, ein Kommandostab im heutigen Umfeld, also Satellitenüberwachung, dann noch, noch Spione am Boden, Partisanen, Zivilisten und amerikanische äh, elektronische Aufklärung, da meinen Kommandostab geheim zu halten, ist verdammt schwer. Also bin ich tendenziell geneigt, ihn 95 Kilometer von der Front entfernt zu halten, damit ich keinen Besuch von der Heimat bekomme. Das wird auch noch mit einer Rolle spielen. Also, ich gehe schon davon aus, dass sie zum Teil sich zurückgezogen haben. Dass das per se überall so ist, können wir nicht sagen. Wie gesagt, Lapin wäre das Gegenbeispiel, wir müssen mal Quellenkritik üben. Vielleicht hat der Militärblogger einfach Lapin mutiger da sein lassen wollen, aus irgendwelchen Gründen, nachdem Kadyrov ihn vorher angegriffen hat. Wegen de facto zu weit von der Front weg. Also, das ist nicht, nicht pauschal zu sagen, aber es läge nahe, dass nach ein paar. Ein paar Nachgewiesenen Angriffen auf Kommandozentren, die ihre Kommandostruktur ausgedünnt, verstreut und nach hinten geschoben haben, und dann kann man es natürlich auch anpassen. Ähm, man kann massiv auf Melder setzen. Wenn ich keinen Funkverkehr habe, bin ich schon mal durch Funk, Funk nicht zu orten. Ich kann also einen Melder mit dem Motorrad vier Kilometer weit schicken zum Funken. Dann geht zwar die Nachrichtenübermittlung langsamer, aber ich bin nicht mehr so einfach zu orten. Solche Maßnahmen ergreift man natürlich. Ich meine, die, die Russ wie gesagt, wir können viel über russische Inkompetenz reden. Aber von denen hat nicht jeder ein IQ von 50. Wenn ich, wenn ich acht andere Generale schon tot sind und ich bin General, ich weiß, ich kann der Nächste sein. Also überlege ich mir, wie verhindere ich, dass ich der Nächste werde. Und das tue ich unter anderem, indem ich mich austöne, auf Melder setze, zurückziehe, etc. Und ich vermute mal, dass das schon seine Wirkung hat. Aber das sind so Ansätze im Versuch, das zu erklären. Abschließend kann ich es nicht sagen. Versuchen Sie garantiert. ja. Sie versuchen eindeutig, Befehls- und Gefäßstände der Ukraine zu, zu, zu beschießen. Sie melden es auch ab und an, dass sie es gemacht haben und erfolgreich. Ob das stimmt oder nicht, ab und an werden sie schon auch mal erfolgreich gewesen sein. Ich erinnere mich zwar nicht an den gefallenen ukrainischen General, aber ich halte es für nicht unrealistisch, dass schon einer gefallen sein könnte. Von Obristen wissen wir, dass sie gefallen sind, ukrainische. Und das ist ja, wie gesagt, wer es nicht weiß, Oberst ist der letzte Dienstgrad vom General. Also, das ist, das ist schon sehr nah am General dann. Ähm, wie viel Aufwand betreibst du im Vorfeld durchschnittlich für ein Video wie dieses? Ähm, normalerweise am Tag mehrere Stunden, am Tag vorher mehrere Stunden Vorbereitung und dann am Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Stehe also, wenn ich äh, an den Tagen, an denen ich die Lagerberichte mache, mache ich keinen Sport, gehe ich nicht ins Fitnessstudio. Und dann sitze ich also ab 7 Uhr. 20 ungefähr hinterm Computer bis 14 Uhr nochmal am Tag selbst. Und dazu natürlich am gesamten, den gesamten Krieg, ähm, wenn, selbst wenn kein Lagebericht ist, schaue ich in den Nachrichtenquellen nach und sortiere immer wieder mal Informationen aus, füge immer mal wieder schon was dem Skript hinzu, äh, lese Sachen. Wenn wir hier jetzt lesen, wir reden ja auch von Beispielen, die ich nicht im Skript habe. Das sind dann Sachen, die ich weiß, weil ich eben darüber gelesen habe, auch ohne, dass ich sie unmittelbar verarbeitet habe. Das heißt, der, der Aufwand pro Video wie dieses am Tag selbst sechseinhalb Stunden und am Tag davor sicher vier bis fünf extra. Und dann natürlich, äh, das, ist, das ist jetzt die direkte Skriptvorbereitung, wenn wir so wollen. Äh, die allgemeine Recherche, die ist den Rest der Zeit. Das ist ein Vollzeitjob. Es gibt Ich habe immer wieder gesagt, ich würde gerne ein Video darüber machen. Ich will ein Video darüber machen, dann ist es nie gekommen. Das ist nicht, weil ich zu faul bin, sondern weil, weil ich, wenn ich, wenn ich 40-minütigen Vortrag mache, dann bereite ich den nicht in einer Stunde vor. Sondern der braucht mitunter 10, 20-fache an Vorbereitungszeit. Deswegen sage ich, das hier ist ein Vollzeitjob. Deswegen habe ich auch immer wieder mal den Hinweis gemacht mit den Unterstützungen, dass der Kanal nur durch sie möglich ist. Denn ich habe vorher an einem Unternehmen gearbeitet. Das ist komplett gestoppt. Ich habe zwei, zwei Unternehmensideen gehabt hier lokal, wo ich was machen wollte. Komplett gestoppt. Ich konzentriere mich alleine hierauf und das muss ich für mich finanziell rechtfertigen, wie ich die Zeit habe, die, die, das zu investieren. Und das kann ich, weil Sie sich entscheiden, mich zu unterstützen. Und deswegen bin ich Ihnen so dankbar, deswegen bedanke ich mich jedes Mal dafür. Denn mir macht es Spaß. Ich habe ich hab vorher schon Unternehmen gehabt, ich bin gerne Unternehmer. Aber hier ist es was, was mich seit Jahrzehnten interessiert und endlich kann ich das. Beruflich nutzen und dafür sind Sie verantwortlich. Sie alleine Sie und deswegen bin ich Ihnen so dankbar dafür. Hm. Ähm, wie schätzen die Lage ein, falls die USA die Wahlen präsidenten beiden negativ ausgeht? Wie gesagt, wenn dann gibt es ein Video dafür. Äh, gehen den Ukrainern nicht langsam die Kampfpanzer aus? Wie viele hatten Sie zu Beginn? Sie haben sicherlich ziemlich sicher weniger, aber Sie haben ja auch ein paar hundert geliefert bekommen. Und die nachgewiesenen ukrainischen Verluste sind nicht so groß. Tendenziell wird die Fehlerquote bei der ukrainischen Seite höher sein als bei der russischen, weil Oryx inzwischen so groß ist, dass die Ukrainer ihn kennen. Wir wissen von Videos, dass einer filmt und sagt, dass einer filmt und sagt, mach das Video gut, damit Oryx jedes Fahrzeug sieht. Dann ist das zwar ein Ritterschlag, aber gleichzeitig Quellen, äh, von der Quellenqualität eine Katastrophe. Weil in dem Moment werden die Videos gemacht, der Historiker spricht von Tradition und Überrest. Ich nicht, dass ich irgendeinen Unsinn sage. Das ist bei mir immer schon 20 Jahre her, dass ich das an der Uni gelernt habe. Tradition ist alles, was mit Absicht erzeugt wird, um es einfach herunterzubrechen. Überrest ist alles, was nicht mit Absicht erzeugt wurde. Das heißt, dieses Video hier ist, ist Tradition im Sinne von, ich habe ja eine Absicht, indem ich das mache. Aber gleichzeitig kann es äh, ein Überrest sein im Hinsicht auf. Streaming-Qualität, was überhaupt nicht damit verbunden war. Denn ich habe den Stream hier in seiner Auflösung ja nicht gemacht, mit einer bestimmten Absicht, der Nachwelt etwas zu hinterlassen, sondern das war gezwungen aus den Umständen. Und Orix hat einen Punkt erreicht, dass das meiste, was er hat, ist nicht mehr, nicht mehr Überrest, sondern Tradition. Und Leute machen Videos, damit Orix dies sieht. Die machen es natürlich umgekehrt nicht. Nicht jeder filmt absichtlich die, die äh, ukrainischen Verluste, damit Orix das sieht sondern die Ukrainer sagen eher, äh, besser, wenn Oryx das nicht sieht. Das ist ein Problem. Das heißt, wir, wir, die Verlustzahlen bei Oryx können Sie nachsehen, der ukrainischen Verluste, und ich würde tendenziell erwarten, die Ukrainer haben mehr Verluste als das, was die, die, die Untermeldungen, unter der, der Unterschied zwischen gemeldet und tatsächlich ist bei den Ukrainern tendenziell wahrscheinlich höher als bei den Russen. Also, die russischen Zahlen werden näher an der Realität sein als die ukrainischen. Aber demnach haben sie trotzdem nicht so hohe Verluste erlitten. Sie haben mehrere hundert Kampfpanzer äh, erhalten. Also, sie, realistischerweise haben die 700 bis 800. Eigene äh, Kampfpanzer wahrscheinlich noch, wenn ich so grob überschlagen kann. Vielleicht auch etwas mehr. Wir dürfen nicht vergessen, sie haben nicht, un nicht unbedeutend viel erbeutet, aber auch hier wieder Einschränkungen schon oft gesagt, von denen sind manche ausgeschlachtet worden, andere wurden später gesprengt. Das ist nun nirgends auf Bild festgehalten, manche wurden sogar von den Russen zurückerbeutet, das äh, zurückerobert, das läge zumindest nahe etc. pp. Also auch diese Zahlen müssen immer mit, mit gewisser Vorsicht gesehen werden. Uh, Orix, wer ist Orix? Das ist Orix Korb oder irgendwie sowas. Moment. Ähm. Ja. Orix Spion Corp. Diese, diese Webseite hier. Oh, Sie müssen einfach nur Orix-Blog eingeben, dann finden Sie die. Das ist die beste Open-Source-Quelle, wenn es um, um Verluste geht. Die beste Open Source Quelle. Geht Putin ein Genozid am eigenen Volk? Nein, denn es sei denn vielleicht an Minderheiten, aber selbst da wäre es wohl, äh, keine Ahnung, sollte ich mir nicht zu weit aus dem Fenster wagen. Aber ein Genozid muss die Absicht haben, die Identität oder die physische Präsenz, die Kultur etc. zu zerstören. Und das tut er ja nicht am eigenen Volk. Ich sehe es jetzt nicht. Vielleicht mit manchen Minderheiten könnte man vielleicht zu argumentieren, möglicherweise, weiß ich nicht. Aber am eigenen Volk, äh, wenn er eine Million eigener Soldaten verheizt, Versucht er nicht, die russische Identität auszulöschen. Er begeht Massenmord am eigenen Volk, eindeutig. Aber, aber ähm, Genozid wohl eher nicht. Aber wie gesagt, auch hier ist wieder die Frage, in welchen Details ist es und so weiter. Äh, würde eine Nordostarmee Sinn machen? Man würde dort die Synergieeffekte nutzen und hätte die Staaten mit den Altlasten draußen. Äh, Kolja, du meinst wahrscheinlich hier Nordost, meinst du Baltikum? Äh, dort gemeinsame Einheiten zu teilen, weil die Staaten so klein sind, könnte vielleicht Sinn ergeben, dass man zum Beispiel gemeinsame Flugabwehr aufbaut. Denn, denn ich vermute mal, eine Batterie, na, keine Ahnung, könnte Sinn ergeben, weil die Staaten außenpolitisch gar nicht so aktiv sein können. Denn es mag sein, dass sich Estland für einen Krieg der USA entscheidet, den zu unterstützen und Lettland nicht. Aber Estland kann realistischerweise sowieso nur 300 Soldaten schicken. Also die machen den Kohl auch nicht fett, um es mal ehrlich zu sagen. Von daher wäre das da vielleicht denkbar, wenn es das, wenn das von dir gemeint war, Kolja. Danke für die Unterstützung aber. Du, du müsstest wahrscheinlich auch einer der ersten 100 sein, oder? Kolja ist, ist, ist jemand, den ich persönlich kenne. Ähm, von daher ist, vermute ich mal, dass der einer der ersten war, die hier auf dem Kanal gefolgt sind. Und daher freut es mich natürlich, wenn ich ihn weiterhin hier sehe. Gut. Ich schaue jetzt nur noch eben, dass ich noch hier Mitglieder und sowas ziehe ich dann immer gerne vor, so als kleines Dankeschön. Sie sehen es, ich versuche das Ganze fair zu machen. Die, die Fragen hier werden der Reihe nach einfach... Die, die, die Fragen hier werden der Reihe nach runtergearbeitet und wenn ich dann zum Ende komme, dann scrolle ich ein bisschen durch und schaue, dass ich ein paar Mitglieder und ein paar Spender noch separat ein Dankeschön gebe. Aber bis dahin wird es fair gehandhabt, also der Reihe nach hochgearbeitet. Und dafür muss ja auch an dieser Stelle, kann ich gleich nochmal den Hinweis machen, Sie finden hier unten den Link, das ist der Programmierer. Wie Sie sehen, der Aufwand, der in dem Ding drin steckt, können Sie sich gar nicht vorstellen, wenn Sie nicht selber Programmierer sind und äh, Sie sehen den Effekt. Funktioniert eigentlich weitestgehend so wie gewollt. Kann sicherlich noch was optimiert werden, wird sicherlich auch noch was optimiert. Aber großartige Arbeit. Schauen Sie, in, wenn Sie irgendwas zu programmieren haben, gerade für Ihr Unternehmen oder sowas, kontaktieren Sie ihn. Da kann ich wirklich einen shoutout machen. Das hat er sich verdient. Ähm, nee, man will ja damit auch die eigene Rüstungsindustrie subventionieren. Und die Rüstungsindustrie, also würde es nicht Sinn machen, die 100 Milliarden Sondervermögen in Waffen und Systeme aus dem Ausland zu investieren, denn deutsche Systeme sind im Vergleich ja viel teurer. Zum Teil sind sie auch besser und das andere ist Rüstungsindustrie, strategische Industrie. Das heißt, die, die Fähigkeit zu verlieren, eigene Panzer zu bauen, weil man die nicht kauft, das einen irgendwann richtig auf die Füße fallen, wenn einem niemand sonst mehr Panzer verkauft. Deswegen haben die Briten zum Beispiel den Challenger 2 gebaut, den sie als schlechter in ihren Tests, das habe ich zumindest gelesen, die Tests sollen gesagt haben, es gibt bessere. Aber die Briten haben gesagt, wenn wir jetzt keinen Panzer bauen, dann ist Vickers weg. Die Panzerfabrik, also bauen wir jetzt Challenger 2, auch wenn er nicht das gelbe vom Ei ist, nur damit wir eine, die Fähigkeit behalten, Kampfpanzer zu bauen. Und dementsprechend ist... ist ähm, zur Unterstützung der eigenen strategischen Industrie, die ja langfristig theoretisch auch das Überleben des eigenen Staates sichern kann. Denn wer militärisch bedroht ist und keine Waffen aus dem Ausland bekommt, der muss sie sich selber bauen. Und wenn man die dann nicht mehr kann, was dann? Dann kann es äh, Sinn ergeben, auch mehr zu bezahlen. Ähm, Kolja hat... Ich sehe nur irgendeine Nachricht zurückgezogen, aber nichts geschrieben. Okay. Ich glaube, wir haben es so mehr oder weniger durch. Ähm, ich danke vielmals für die Unterstützung heute. Aber ich habe es geschafft, unter drei Stunden zu bleiben. Ich danke vielmals für die Unterstützung. Ich, gleich in so 10, 15 Minuten geht es auf Twitch weiter. Sie, ich sehe schon, Hikaro postet es. Da geht es auf Twitch weiter. Wie gesagt, ein bisschen anderes Thema, deutlich entspannter. Ich werde jetzt nur ein Happen essen was trinken und so weiter und dann äh, geht es relativ zeitnah weiter. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei allen, die heute hier waren, bei allen Spendern. Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung. Ohne Sie wäre der Kanal nicht möglich. Herzlichen Dank, dass Sie sich entscheiden, mich freiwillig zu unterstützen. Das kann ich nicht oft genug sagen, wie sehr ich dem, äh, Ihnen dafür dankbar bin. Wenn auch Sie den Kanal unterstützen möchten und eben es möglich machen wollen dass es hier weitergeht dann können sie das in der beschreibung finden sie die mittel und wege dazu vielen lieben dank an alle unterstützer vielen dank lieben dank an die mods vielen lieben dank an alle die den kanal auf andere art und weise unterstützen das geht natürlich auch jedes daumen hoch hilft mir dem algorithmus zu sagen dass dieser kanal nach oben geschoben werden soll das heißt jedes daumen hoch hilft dem kanal jeder kommentar anschließend im wort jede diskussion hilft äh, All das hilft. Wenn Sie Abonnent werden, wenn Sie noch zuschauen und nicht Abonnent sind, würde ich Sie einladen zu abonnieren. Das hilft dem Kanal. Vergessen Sie die Glocke nicht, damit Sie kein Video verpassen. Empfehlen Sie den Kanal Freunden und Bekannten, damit er weiter wachsen kann. Vielen lieben Dank an alle. Den Programmierer habe ich schon darauf hingewiesen. Ich glaube, ich habe heute wieder alle durch. Äh, vielen lieben Dank. Das war's von meiner Seite. Wir gehen in den Abspann. Und wie gesagt, anschließend sehe ich hoffentlich viele von Ihnen noch auf Twitch. Wie gesagt, da wird einfach nur ein Videospiel gespielt und das Ganze ist ganz entspannt, aber wenn Sie nichts Besseres zu tun haben, würde es mich natürlich freuen, Sie dort auch zu sehen. Vielen lieben Dank. Das geht in Abspann und ich glaube, er ist erst wieder abgestellt, dann zeigt es nur die Patreon-Unterstützer an, an die natürlich auch, auch die zählen zu den ganzen Unterstützern, wie die ganzen Mitglieder etc. Da werden die zwei von den entsprechenden Stufen genannt und anschließend geht der Abspann wieder so im Star Wars. Art und Weise von allen Spendern, die eben die entsprechenden Systeme genutzt haben, heute durch. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns am Donnerstag, 20 Uhr deutscher Zeit, wie immer, egal was ich zwischendurch poste, denn gerne versaue ich das mal, es sei denn, ich weise explizit darauf hin, dass es heute ausfällt oder einen halben Tag später ist. Dann gibt es aber eine extra Meldung. Vielen lieben Dank. Ach so, und auf Twitch, wenn Sie Amazon Prime haben und das mit Twitch verbinden, können Sie mir dort ein Abo geben. Das kostet Sie keinen Cent, unterstützt mich aber, wenn Sie den Kanal gratis unterstützen möchten. Vielen lieben Dank. Bis bald, bis Donnerstag. Oh, bevor wir weitermachen, wollen Sie Jördes sehen? Die ist nämlich gerade zu mir ins Arbeitszimmer gekommen. Die konnte ich noch nie zeigen. Die zeige ich Ihnen jetzt mal. Das hier ist Jördis, Siegfrieds Mutter. Äh, zweimal ausgesetzt worden. Kann es immer noch nicht recht glauben, dass er endlich ein Zuhause hat. Dadurch ist sie immer noch extrem vorsichtig. Gleichzeitig hasst sie es, hochgehoben zu werden. Ist aber ein unfassbar liebes Mädchen, was als ich, ähm, sie hat am Anfang sehr gerne gekratzt. Ich habe dann immer vor Schmerzen gebrüllt. Sie hat kapiert, es tut den großen Affen weh. Und seither ist sie extrem vorsichtig, extrem liebenswürdig, richtig liebes Ding, damit sie die auch mal gesehen haben. Es sind ja ein paar, die Katzen mögen hier. Ähm, von daher gehen wir wieder zum Abspann. Es war jetzt nur ein Abbruch, weil ich gerade gemerkt habe, dass sie mich hier im Arbeitszimmer besucht hat. Vielen lieben Dank, bis Donnerstag. Hjördis, wie die Mutter von Siegfried in der Nebelungensage.